Hallo und damit herzlich willkommen zurück hier zu Alien Isolation mit mir, dem Scherbenklang. Ja, und ich hatte gerade ein paar technische Probleme aus irgendwelchen Gründen. Twitch behauptete gerade, es gibt keine Alien Isolation Kategorie und irgendwie durfte ich meinen Chat nicht mehr lesen und so. Das war gerade ein bisschen komisch, deswegen habe ich gerade ein bisschen hier länger gebraucht. Aber ich glaube, jetzt funktioniert alles. Ich gehe hier nochmal ganz kurz was nachschauen, ob jetzt hier auch alles funktioniert. Kleiner Test hier einmal in den eigenen Chat. Ob das jetzt hier auch alles funktionsfähig ist. Ja, sehr schön. Und ja, die Kamera soll heute mal schwarz-weiß sein. Ich würde das einfach gerne mal ausprobieren. Wenn ihr es blöd findet, schreibt es mir. Dann kann ich es sonst noch hier ad hoc eben ändern. Und ich glaube aber, es funktioniert heute alles sehr schön. Ja, ansonsten, wie gesagt, heute sind natürlich Sound-Alerts und Clips ausdrücklich erlaubt, vor allem um mich zu erschrecken. Ihr findet dort unten irgendwo unter Schwarmfutter, diesen kleinen Cola-Dosen, die hier die Kanalpunkte darstellen, da könnt ihr die eintauschen und mich da ein bisschen erschrecken. Und ganz unten hier irgendwo unter meinem Profil, da gibt es auch noch ein Overlay mit Sound-Alerts gegen Bits und andere Dinge. Das sind, glaube ich, 2-3 Seiten, da könnt ihr auch ein bisschen durchschalten. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr die nutzt. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Spiel rein. So, da sind wir. So, und der obligatorische Huster zu Beginn, der darf natürlich nicht fehlen. So, da sind wir drin. Das funktioniert alles so. Ach ja, und wir sind schon 43 Mal insgesamt in dem Sinne gestorben. Beziehungsweise zweimal haben wir, glaube ich, Menschen aus Versehen erschossen, die Zivilisten waren. Ich glaube, 5-mal oder so haben uns die Androiden erwischt und der Rest war das Sino. Der Sinomorph. Bin ich mal gespannt. Ja, und falls es im Hintergrund ein bisschen zu laut sein sollte, ich habe gerade das Fenster auf, das ist hier... Es ist warm, ich öle gerade, ich schwitze gerade so viel wie das Sino sabbert, also nicht wundern. Falls es ein bisschen sonst zu laut wird, weil hier sind häufig Krankenwagen und so, sagt Bescheid, dann ändere ich das eben. Kann ich ja sonst schnell zumachen. Jedenfalls erstmal eine Weile. Und dann gehen wir rein. Wir haben Mission 16 jetzt, glaube ich, schon erreicht. Vielleicht erreichen wir heute das Ende. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass wir hier zu Torrance gehen müssen. Genau, wir sollen die kontaktieren. Und hier waren gerade die Sicherheitsdienste so ein bisschen am Herumspinnen. Die sind auch ein bisschen schießwürdig geworden. Und wir haben uns dann noch am Ende des letzten Streams mit ein paar von denen angelegt. Waren harte Konfrontationen. Die sind, glaube ich, alle tot. Hoffe ich jedenfalls. Die waren auf jeden Fall nicht so ganz... Er freut uns zu sehen und haben auf uns geschossen. Die anderen Leute haben sie in Ruhe gelassen. Das war ein bisschen komisch. So, und ach, einmal kurz husten, dann kann es losgehen. Ich weiß auch nicht. Ich habe es schon heute mit der Luft, aber das ist auch so eine Luftfeuchtigkeit. Ich kann mich atmen. Ich habe so das Gefühl, ich trinke die Luft, statt sie zu atmen. Das ist ganz eklig. Jetzt will ich aber trotzdem mal ganz kurz gucken, wo ich denn jetzt hier hin muss, bevor wir jetzt hier richtig reingehen. Wir sollen scheinbar dorthin. Aber da ist auch noch so ein Punkt. Wir sollen dort Ricardo finden. Und da ist auch Ricardo. Ja, wo ist denn Ricardo dann? Das ist eine gute Frage. Hier wäre das Treppenhaus. Da können wir runter, theoretisch, oder? Wenn ich jetzt mal wüsste, wo wir hin müssen. Was sagt mir denn hier der Scanner? Der sagt mir geradeaus. Gut, dann laufen wir da halt durch. Ja. Oh, ist das dunkel hier. Oh Gott, oh Gott. Da würde er uns jetzt eigentlich rechts lang schicken, aber ich gehe jetzt mal hier durch. Ich habe das Gefühl, dass wir uns hier vielleicht ein bisschen besser verstecken können. Wie konnte ich denn noch mal hier Sachen herstellen? Ich muss gerade noch mal ein bisschen wieder reinkommen. Das ist Taschenlampe. Das sind unsere Gegenstände hier. Damit konnte ich schlagen, genau. Aber ich würde jetzt erstmal lieber den Revolver wieder in die Hand nehmen. Einfach mal in der Spekulation, dass jetzt hier nicht sofort hoffentlich das Alien wiederkommt, beziehungsweise die Aliens. Wir wissen ja auch mittlerweile, dass wir ja hier doch einige haben an Bord. Ich frage mich gerade, wo sind wir denn hier? Sieht ein bisschen schon aus wie die Torrance, ne? Ist er aber nicht. Ich höre gerade irgendwo Strom.
Bisschen gruselig ist das Ganze ja schon hier, ne? Was ist das? Ein Schrank, da können wir uns verstecken. Jetzt sollen wir links hin. Das hier können wir benutzen. Ist immer nichts drin. Schade. Wir gehen hier nochmal hin. Gucken mal, ob wir dort was entdecken. Den Gürtel noch einmal richten, bevor wir hier losgehen. Und da ist nichts drin. Und da können wir durch. Ridley, Marlos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüssel manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Com-Zentrale, oder? Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Okay. Hier sind wir durch dann. Schlüsselkarte benötigt. Observatorium, okay. Geradeaus durch sollen wir. Gut, dann machen wir das mal. Da haben wir ja doch noch Ricardo gefunden. Das war jetzt ja doch recht simpel. Orbitalstabilisatoren auf 40% und fallend. Ja genau, das ist ja aktuell das Problem hier. Die Station hat gerade ihre Stabilisatoren verloren. Das heißt, die stützt hier langsam ab. Und das ist natürlich dann nicht so gut. Okay, das Ding ist gesperrt, da können wir nicht durch. Ich habe gerade kein gutes Gefühl dabei, ich sag's euch, Leute. Okay, hier ist nichts. Dann gehen wir mal weiter. Uff. Ich frage mich gerade die ganze Zeit, wann das Alien wiederkommt. Und ob ich dann eher den Flammenwerfer oder eher einen Revolver benötige. Weil die Sicherheitsdienste, die waren ganz schön schwer gepanzert. Da haben wir, glaube ich, so 3 Schüsse mindestens gebraucht, um die zu erledigen. Die waren nicht so ganz ohne. Oh, Speicherpunkt. Ja, Speicherpunkt. Speichern, speichern, speichern. Sehr schön. Karte gibt es hier nicht. Nö. Karte gibt es nicht. Ist hier nicht vorhanden. Kaufen Sie die Karte jetzt für 50 Euro im DLC Special. Jetzt nur für 20 statt 30 Euro. Nein, das ist zum Glück nicht so ein Spiel. Okay, da unten geht es noch überall weiter. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wo ich hin muss. Da oben ist also auf jeden Fall das Observatorium. Ja. Da unten ist die interne Kommunikation. Also ich hoffe mal, dass das hier nicht irgendwie heimlich auf Zeit ist oder so. Weil die meinten ja gerade noch so 40%. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen die Sorge, dass wir hier... Verdammt, ich kann die Abwicklung nicht umgehen. Machen Sie weiter. Das Schiff wartet da draußen auf uns. Apollo lässt mich nicht rein. Wir sonst gleich doch noch abstürzen. Okay, okay. Okay, da sind Menschen. Ich gehe mal schnell in den Schacht instinktiv jetzt. Bindemittel. Können wir alles nicht gebrauchen, ne? Vor uns sind auf jeden Fall ein paar von denen. Wir müssen uns, glaube ich, eher links halten. Und hier waren ja ursprünglich eigentlich die Androiden, ne? Die hier so ein bisschen durchgedreht sind. Jetzt ist die Frage... Ah ja, hier können wir raus. Los, wir schaffen das. Also hinter uns sind auf jeden Fall gerade 1-2 Menschen. Möchte da gerne wieder durch. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wo die sind, ne? Fand ich das Alien, oder? Ein weißer Kadaver war das. Moin. Willkommen. Hast du die Punkte wohl gut aufbewahrt hier? Mit den Silo-Rumpeln hier. Ein kleiner Fiesling. Oh, ein Pikachu. Hallo, Pikachu. Versucht er mich hier zu erschrecken. Böse. Ich hoffe, alles gut bei dir.
Ja, wir sind hier nochmal in Alien drin, wie gesagt. Wie ja schon richtig hieß. Ich weiß nicht, ob wir heute vielleicht sogar das Finale erreichen. Mal schauen. Wir sind Mission 16 von 18, soweit ich weiß. Irgendwann hat mir das ja gezwitschert. Bin ich mal gespannt, wie sich das hier entwickelt. Falls du dich fragst, warum die Kamera schwarz-weiß ist, ja, das ist heute mal Absicht. Möchte ich heute gerne mal ausprobieren. Ja, selber soweit okay. Ich habe nur wieder gerade ein bisschen Hüsten. Er nervt ein bisschen, aber er geht noch. Er ist jetzt nicht so schlimm wie letzte Male. Okay, der hat aber auch andere Dinge gesehen, der Typ hier. Mein lieber Mann. Was hat der wohl gesehen? Sieht auf jeden Fall nicht gesund aus, der Herr. Okay, hier sind diese Sitze hier. Und da können wir nach oben. Laufen wir doch mal. So, klettern. Ja, wenn es bei dir läuft, ist doch schön. Das ist doch schon mal die halbe Miete in dem Sinne. So, wo geht's hier hin? Oh, wir haben hier einen richtig schönen Ausblick. Oh, cool. Also was fehlt mir noch ein bisschen bei Elite? Weißt du, so ein Ausblick von so einer Raumstation auf so einen Gasriesen oder so. Ich glaube, da oben ist irgendwie was Komisches. Und da ist der Stern. Der ist ja auch mal cool. Ja, theoretisch müssten wir eigentlich diesem Gasriesen jetzt immer näher kommen. Die Station stürzt ja eigentlich ab, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier so 4 Stunden warten können, damit dann hier die Station abstürzt. Ah, ist ein hübsches Fenster hier. Ich finde das irgendwie cool. Könnte doch gleich jetzt ein bisschen so ein Cockpit sein von so einer Art ASP oder sowas hier. Oder so ein T6-Transporter oder sowas. Gut, dann ducken wir uns mal wieder. Und da sollen wir jetzt irgendwas dran umstellen. Was liegt da für ein Zettel? Liegen da Passwörter? Na, ich glaube nicht. Aussichtsplattform sollen wir hier ändern. Okay. Angleichen. Was soll ich denn da angleichen, bitteschön? Ach so. Erst mit dem Steuerkreuz dahin und dann einfach A drücken. Okay, das war einfach. Jetzt geht das hier zu. Ah, jetzt müssen wir das nächste hier betätigen. Weltraumscan. Sollen das jetzt hier möglichst mittig halten oder wie? Oder ach so. Den Ring und dann. Eigentlich selbsterklärend, ne? So nach so ein paar Sekunden kapiert man es wohl. War das richtig? Observationskammer A, ja. 11. Dezember 2137. Ich glaube, wir werden jetzt gerade nach oben hier transportiert. Ja, wurden wir definitiv. Und jetzt? Ah, da ist der nächste Computer. Was man hier alles drücken muss, ne? Ah, so ein Schalter, noch ein Schalter. Na, ist das halbwegs mittig? Ja, geht so, ne? Hat scheinbar aber schon gereicht. Sie gefunden, Ricardo. Jetzt müssen Sie noch die Schüssel manuell auf die Position der Torrents ausrichten. Verstanden. Ich gehe nach draußen. Ach, stimmt. Die wollen ja hier die Satellitenschüssel in Richtung Torrents ausrichten. Und dann von dort die kontaktieren, ne? Was für ein verrückter Plan, ne? Was für ein verrückter Plan. Aber wir können jetzt aber hier runter. Den Computer müssen wir nicht auch noch aktivieren. Und wir müssten jetzt in einem anderen Stockwerk sein eigentlich, ne? Wir sind ja gerade hier hochgeboxiert worden. Hier ist noch alles gleich mit dem toten Typen. Der hat aber auch keine Ausweiskarte oder so, ne? Ich suche die ja immer. Aber ich glaube, da ist keine. Nee, sieht nicht so aus. Aber ich kann hier gerade mal auf die Karte gucken. Wobei, das sieht immer noch gleich aus. Da sind wir vielleicht nur ein kleines Stück hochgefahren worden. Hier der Eingang? Ich glaube ja. Da, ich hab's. Sehr schön. Nur die Menschen da unten gerade noch entkommen hier. Die sind nämlich irgendwo da vorne. Ah, da unten steht einer. Ja, wir gehen aber weiter. Wir haben ja eh erstmal alles voll.
brauchen wir dann gerade hier nicht. So. Benutzen. Runter geht's. Apparello hier. Ach, ein Raumanzug. Geht's wohl nach draußen hier. Wieder ins All. Wahrscheinlich warten die ganzen Xenomorphs da schon auf uns. Sabbernd mit Appetit. So, speichern ist das A und O. Da muss ich hin und hier kann ich da schon einfach rein und mich mehr umgucken. Ja, kann ich, aber da ist nichts. Umziehen. Okay. Ich finde diese Anzüge ja irgendwie cool, ne? Rühre mich so ein bisschen so an so Samurai, trifft irgendwas. Tiefseetaucher. Das war's, glaube ich. In die Luftschleuse. Ich habe so meine Bedenken, ich bin ganz ehrlich. Ach, das ging aber schnell jetzt. Cooler Ausblick hier. Ui. Kleinstmeteoriten oder irgendwie so Bruchstücke von der Station sind hier. Oder brennt es auch überall. Oh, das finde ich einen schönen Effekt. Wenn wir uns jetzt hier umdrehen, dann prasseln die alle hinten auf unseren Helmen. Dann hören wir die gar nicht. Und so wird voll Karacho. Was fliegt denn da lang? Okay. Das ist auf jeden Fall mal ein richtig cooler Ausblick hier. Einen Screenshot machen. Tisch Mäntiens, okay. Oh, ist ein großes Bruchstück hier. Dass uns das nicht getroffen hat. Das erzeugt sogar Funken, wenn die da, glaube ich, gegenknallen. War das gerade so? Irgendwas hat da gerade gefunkt. Ja, nicht so ganz ungefährlich hier. Was der jetzt für ein Scheiß rumfliegt, ne? Denn die kriegt hier noch das Kessler-Syndrom, so wie das hier aussieht. Aber echt ein wunderschöner Ausblick. Gefällt mir. Müssen wir damit irgendwas tun? Sieht aus wie ein Grill. Ich glaube, das ist die Dachterrasse. Hier kann man, glaube ich, grillen. Jedenfalls sieht das ein bisschen so aus. Da müssen wir hin. Hier ist ein Fahrstuhl. Okay, nach oben können wir hier, glaube ich, nicht. Oder das Ding fährt uns jetzt nach oben. Ja doch, wir fahren nach oben. Noch so ein Grill. Ach guck mal, jetzt können wir hier sogar mal richtig die Station sehen. Das war gerade die große Glasscheibe, die wir vorhin gesehen haben. Links ist so eine komische Kugel. Echt ein Riesending an Stationen, ne? Ja, immer mit der Ruhe hier. Lass mich doch den Ausblick genießen. Ah, hier. Da müssen wir das eingeben. Da müssen wir dann gleich irgendwo hin. Wahrscheinlich, ne? Machen wir jetzt erstmal.
Frage, was sind denn die Koordinaten der Torrens? Parabolantenne in fester Position. Verdammt! Ist okay, Ripley. Bei den Transmittern gibt es eine Überbrückungskonsole. Okay. Konnten die Antenne jetzt gerade nicht bewegen, die ist irgendwie verklemmt. Warum ist da ein pinkes Graffiti drauf? War Wanzlop mit seiner pinken ASP hier, oder was ist hier geschehen? Hängt ein pinker Fleck an der Antenne. Interessant. Warum auch immer der da ist. Da ist eine kleine Graffiti-Dose gegengeknallt. Ein schönes Detail gewesen. Oh, hier ist aber dunkel. Keine Taschenlampe. Ne, ich kann hier nichts sehen. Was ist das? Sind irgendwelche Schalter? Aber hier ist da auch irgendwie was. Was ist denn das hier alles? Ach, Klemmenfreigaben. Hier ist, glaube ich, das Pult, wo wir das freigeben können. So, da geht eine Klappe auf. Was ist das? Notfallklemme. Und das sind die Klemmfreigaben. Ich glaube, die müssen wir jetzt mal eben betätigen. Eins. Zwei. Und drei. Aber das war richtig. Alles auf grün und hier haben wir jetzt noch eine weitere Notfallklemme. Und so. Das muss mal geölt werden, das quietscht ganz schön. Ich glaube, wir haben es geschafft jetzt, oder? Haben wir noch irgendwas übersehen? Eigentlich ja nicht. Okay, da rausgehen können wir nicht. Ich glaube, wir haben unseren Dienst hier erfüllt. Nur Staub, ne? Unsere Beinchen sehen wir hier auch. Hier läuft, das ist ja richtig witzig. Ein kleiner Schritt für Ripley. Ein großer Schritt für die Familie oder so ähnlich. Jetzt müsste es aber gehen hier, oder? Ja. Jetzt müsste ich nur noch wissen, auf welcher Frequenz ist denn die Torrens? Frage, haben wir da einen Hinweis? Koordinaten der Torrens, ja.
Haben wir da irgendwo was gefunden? Oh Gott, fehlen mir hier noch viele Sachen, sehe ich gerade. Mehrere Loks hier. Wo da? Okay, da fehlen uns doch ein paar. Wir haben nicht alle bekommen. Nostromo-Loks, was haben wir dort? Nur 3 Stück von 10, das ist ganz schön wenig. Ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt finden müssen, ob das dann vielleicht ein anderes Ende kommt oder so. Code auf Bauplan. Ach, hier steht's, die Koordinaten der Torrens. 35 und 75. Ist dann wahrscheinlich das. Oder doch nicht? Moment, nochmal von vorne. Irgendwas übersehe ich gerade. Koordinatenumkehreingabe. 35, 75. 75 will er aber nicht. Vielleicht müssen wir dann hier erst die 35 nehmen. Ah, das geht. Und jetzt die 75. So, da müsste das sein. Hat funktioniert. Sehr gut. Ach, da stand es ja sogar. 75 und... Ah. Das waren die Nummern, die wir vorhin gesehen haben. So, da dreht sich die riesige Satellitenschüssel hier. Sie hören uns. Schlechte Sachen, Torrance. Hier läuft ein Alien herum. Es ist tödlich. Sie müssen uns hier sofort rausholen. Ein was? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Bitte, Verlaine. Wir können nirgendwo andocken, Ripley. Die Station driftet von ihrer Schwerkraftverankerung. Unter dem Raumfahrtterminal habe ich eine Schlepperplattform gesehen, aber die Torrance ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Sie müssen die Klemmen der Abschleppplattform von ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position. Okay. Das ist ja eine leichte Aufgabe. Der Torrance das Andocken ermöglichen. Aber wir müssen jetzt erstmal dann wieder zurück, ne? Zum Solomons Habitat müssen wir. Und zu Ricardo. Okay. Machen wir. Kriegen wir hin. Schon laufen? Ah, nee, können wir nicht. Schade. Das ist laut, ich bin gerade voller Schrocken. Ein langer Weg. Ach, das ist das kleine Fenster, wo wir vorhin drin waren. Der kleine Raum, das dürfte das da sein. Und das große da links, da waren wir ja vorhin auch schon drin. Thank you.
Na? Achso, das geht automatisch. Kann ich auch theoretisch in diesen Raumanzug jetzt hier rumrennen? Das wird keinen Sinn machen, ne? Bitte legen Sie den Raumanzug. Ah, geringe Energie. Dann geht das nicht. Raumanzug wieder auspacken. Okay, machen wir. Und dann nochmal schnell gespeichert. Ich duck mich erstmal wieder. Sonst ein bisschen zu viel Schiss, dass wir gleich wieder direkt gesehen werden oder so. Halten Sie sich bereit. Wir verschwinden von hier. Hervorragende Neuigkeiten. Ricardo? Ricardo, hören Sie mich? Ricardo, bitte komm. Das war gerade ein bisschen komisch. Ich habe gerade wieder irgendein Steam-Menü irgendwie aus Versehen geöffnet. Ich muss ja nochmal nach den Tastenbelegungen gucken. Das ist mir schon bei Elite letztens passiert. Das Alien. Es ist wieder da. Muss das sein? Es ist wirklich wieder da. Muss ich hin? Erstmal geradeaus. Oh, da hinten läuft's rum. Oh, ist das schnell unterwegs. Der war fies. Der war fies und willkommen. Willkommen. Blue BB. Ich hoffe, ich habe deinen Namen halbwegs richtig ausgesprochen. Willkommen hier. Alien Isolation mit mir, dem Scherbenklang. Dezent panisch. Und ich will hier ganz schnell weg. Lass mich da bitte rein. Oh. Sehr gruselig hier. Ich will hier weg. Nee, echt nicht. Müssen wir da rausklettern? Wo ist das hin? Ist das hier gerade in den Schacht rein? Ich glaube ja. Was ist das gruselig? Wo muss ich denn hin? Okay, zurück. Das dürften wir schaffen. Oh, da liegen noch ein paar Komponenten. Schnell mitgenommen. Da ist ein Speicherpunkt. Speicherpunkt, 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 Speicherpunkt. Gott sei Dank, wir haben gespeichert. Ich bin mal ganz kurz weg hier. Ich komme sofort wieder. Nicht weglaufen, dann geht es gleich hier sofort weiter mit Alien. Ich muss mal kurz was Neues zu trinken holen und mal kurz wohin. Eine Sekunde bitte.
So, da bin ich wieder. Da muss ich gerade noch mal ganz kurz jemanden Hallo sagen, dass ich mich gerade noch mal hier nach Hause gekommen. Und ich versuche jetzt mal ganz schnell hier vom Alien zu entkommen. Oh, da steht da vorne, ne? Oh, ich will hier weg. Da vorne steht das Alien. Boah. So, jetzt aber. Moin, Blue Bibi. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du kennst das Spiel. Ist es Horror? Ich warne nur vor. Und ich glaube, wir könnten heute eventuell vielleicht das Ende erreichen. Mal schauen. Wir haben ja gerade mal die Antennen gerichtet, um hier die die Torrents zu erreichen. Zu kontaktieren. Das ist gerade irgendwie mega laut da oben gewesen. Ich glaube, das Alien ist wieder dort. Oh nein, ich hoffe, Ricardo stirbt jetzt nicht. Oh nein. Ricardo. Oh nein. Och nö, der hat ein Facehugger auf dem Gesicht. Das Alien ist hier. Ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss. So, im Mondshabitat. Kann ich da vorne durch? Oh, der arme Ricardo, ey. Hat's den auch noch erwischt. Alle sterben, nur wir leben noch. Was haben wir hier? Mentians? Liegt da irgendwas drauf rum? Nee. Hier waren wir aber auch schon mal. Länger her. Da können wir nicht durch. Hier ist gesperrt. Oh, hier liegen auch Patronenhülsen rum. Schönes Detail. Jetzt muss ich mal eben schauen, wo wir hinkommen. Da kamen wir ja her. Die Frage, können wir irgendwie zu Ricardo? Können wir dem noch irgendwie helfen? Ich meine, klar, wir können ihm mit dem Facehugger irgendwie vom Gesicht reißen, aber hat ja trotzdem dann das Viech in sich, ne? Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Hier ist so ein Nebengang. Ist da irgendwo hinter uns, ne? Ich habe es gerade gehört. Okay. Da ist ein bisschen Schrott. Können wir aber nicht so viel mitnehmen. Ich könnte hier das Radio anmachen, um es abzulenken, aber... Oh, das ist keine gute Idee. Oh Gott. Muss mal kurz gucken, wo müssen wir denn hin? Geradeaus, sagt er mir. Soll direkt vor uns sein. Ich glaube, ich musste in dem Raum da auf die andere Seite. Scheiße. Nein, es hat uns doch noch gepackt. Sehr schöne Zähnchen. Da hat uns es doch glatt erwischt. Ja, wir sind nicht mehr so ganz im Training hier. So, einmal kurz der Counter. Hat's funktioniert? Jo, 44 Mal. Weiß nicht, ob das häufig ist oder ob das wenig ist. Auf jeden Fall finde ich es recht viel. Aber ich hoffe, wir sind bei so ein paar Stationen hier echt ganz gut vorbeigekommen. Ah, gut, dass wir hier gleich direkt wieder durch können. Und diesmal stand das Alien nicht da vorne. Mal gucken, wo es gleich ist. Ich hätte noch gern viel, viel mehr Flammenwerfer-Munition. Hier stehe ich ganz offen. Da läuft keine Sabber runter, okay. Da rechts können wir nicht rein, ne? Okay, ich glaube, dieses Knallen da in dem Luftschacht ist, glaube ich, ein geskriptetes Event, aber trotzdem gruselig. Hier ist jetzt wieder Ricardo. Ricardo? Oh
Gott. Ricardo. Oh nein. Oh, der Arme, ey. Das ist doch jetzt echt alle hier erwischt, ne? Das ist ganz schrecklich. Okay. Ich gehe dann mal. Musik gerade. Das war doch gerade noch nicht da, die Musik. Die ist voll gruselig. Aber diese Geräusche gerade. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Vielen Dank dir für deinen Prime-Sub. Danke, danke. Das war jetzt etwas andere Musik. Danke dir auf jeden Fall. Das Alien. Bin gar nicht hier. Gerne. Dann sage ich auf jeden Fall danke. Freut mich. Ja, da ist das Alien. Ja, meistens spiele ich ja eher hier Elite Dangerous. Also mein Hauptspiel, aber war vor einiger Zeit hier mit Alien angefangen. Und ich muss sagen, das ist ein echt cooles Spiel. Und ursprünglich habe ich das Spiel hier auch eigentlich nur angefangen, weil ich mal in so einer Nacht, 3 Uhr nachts war es oder so, da habe ich hier in dem Chat versprochen, mal Alien Isolation zu zocken, wenn ich den Affiliate-Status habe. Und das ist jetzt soweit gewesen. Und ja, das machen wir halt deswegen mit Webcam dann. Vorher hatte ich nie eine. Habe ich halt nicht benutzt und den könnte mich jetzt hier auch begutachten, wie ich hier kreische und wegrenne. Vor dem Alien. Müssen wir mal gucken, dass wir hier rauskommen, ey. Das ist eine ganz schön knifflige Stelle hier. Wo muss ich hin? Guck noch die weiße Heimmusik. Was ist denn hier los? Wo müssen wir hin? Nicht da rein. Ich kann da rein. Oh, aua, wir sind gerade runtergefallen. Echt seit Herbst 2018, fast jeden Abend. Oh krass, also so viel konnte ich mich damit tatsächlich nicht beschäftigen. Aber ich habe ja einige schon im Chat gehabt, die meinten auch, die spielen das fast täglich oder so, doch nicht. Das finde ich sehr interessant tatsächlich. Es ist aber auch ein cooles Game, muss ich auch gestehen hier. Übrigens mein erstes Horrorspiel seit Resident Evil 4 damals. Ist schon x Jahre her, habe ich aber auch nicht gestreamt oder so, einfach nur für mich damals gespielt. Mein Puls geht gerade hoch von dieser Musik hier. Das ist ganz böse. Gutes Spiel zum Einschlafen, okay, wenn du meinst. Ich würde dir dezent widersprechen. Wo muss ich hin? Ich bin hier weg. Hör, das läuft da irgendwo. Ich hör's. Weiche von mir. Boah. Das ist doch gleich wieder sauer und verfolgt uns wieder. Vorne links irgendwo. Gott, wo muss ich denn hin?
krieg grad Schweißhände, ne? Das ist kein Spaß hier. Ah, das Sackgasse. Verdammt, wo ist es? Verschwinde. Los. Mach Rolle, gib Pfötchen. Weiche vor allem von mir. Wir haben es, glaube ich, mittlerweile fast erzogen. Wo muss ich hin? Geradeaus. Boah. Da liegt noch was rum, ein bisschen Schrott. Wo ist es? Ich glaube, jetzt ist es sauer. Wo müssen wir hin? Hier rein. Dahin. Boah. Das war gerade direkt vom Aufzug. Boah. Okay, 16. Mission abgeschlossen. Alter! Ich würde gerne speichern. Wo ich irgendwas anderes tue. Ich höre da links, glaube ich, gerade Menschen. Oh Gott. So, Medkit einmal bitte. Einmal rein die Nadel. Können wir noch ein neues herstellen? Perfekt. Wo müssen wir denn hin? Also den Strom hier wieder irgendwie anschließen. Wir sind auf jeden Fall Menschen, ne? Ich nehme mal den Revolver. Ich glaube, die sind uns nicht wohlgesonnen, die hier sind. Oh. Was zum Teufel war das denn? Scheiße. War wohl nichts. Das ist der Sicherheitsdienst wieder. Wo ist der? Da vorne. Gott, ich hasse es hier. Ich kann dich sehen. Mist, daneben. Nein! Sagen Sie nicht, Sie haben das nicht kommen sehen. Oh. Der ist ja auch noch hier. Tuffgrim. Moin. Erschreckt mich doch nicht so hier. Das ist gerade echt aufreibend hier. Was ist da hinten? Verschwinde. Los. Weg mit dir. Kusch dich. Komm. Hau ab. Jetzt geh doch! Boah, Leute! Ist das ein Wesen hier? Ich glaube, wir sind jetzt gerade schon in der 17. Mission zum Glück, ne? Ich hoffe, wir haben es bald hinter uns. Ich will nie mehr. Run. Echt? Ich will echt wegrennen hier. Aber jetzt rennen wir, glaube ich, eine doofe Idee. Dann holt es uns. Und moin und willkommen, Black Dog. Schön, dass ihr alle wieder hier insgesamt hierher gefunden habt. Wo muss ich denn jetzt hin hier? Was muss ich denn hier tun? Strom wiederherstellen. Aber ich kann die Tür hier aufschneiden. Ist das eine gute Idee? Das ist doch voll laut, ey. Das hört uns doch. So, runter damit.
Bin ich hier richtig? Wo bin ich hier überhaupt? Das ist eine andere Frage. Wo bin ich, was bin ich und was mache ich hier? Was lag da rum? Da lag gerade irgendwas. Munition für den Bolzenschießer. Stimmt, den haben wir ja auch noch. Der war cool. Beim gegen die Androiden hat er richtig geballert. Was ist das hier? Fehler? Code für die Reparatur? 1851, brauchen wir den noch? Ich glaube nicht, ne? Das falsche Pferd gesetzt, das haben wir uns schon angehört. Bin ich mir jedenfalls ziemlich sicher. Ich weiß gar nicht, ist das hier ein sicherer Raum? Wirkt gerade ein bisschen so. Und jetzt sollen wir hier irgendwie den Strom wieder herstellen. Das heißt, da muss ja irgendwo... muss da so ein... Apparillo sein. Von Seekson, wo wir hier die Energie umstellen können, aber... ich weiß gerade nicht, wo der ist. Weil hier können wir noch was hacken. Achso, das ist dann hier der Code, ne? 1851. Ah ja. Okay. Dann geht's hier doch weiter. Jetzt sag nicht, ich muss meine Waffen hier wieder ablegen, ne? Dann kündige ich. Vor allem nicht meinen Flammenwerfer. Den gebe ich nicht mehr her. Und jetzt? Sind hier viele Bildschirme? Also auf jeden Fall ein Speicherpunkt. Der Sepia-Stil. Ich habe einfach mal so ein bisschen schwarz-weiß ausprobiert, beziehungsweise nicht ganz die Farbe rausgenommen. Dann passt das noch ein bisschen besser hier zu dem dunklen Spiel. Und ich habe halt einen sehr hellen Hintergrund mit dem weißen Bücherregal. Das passt dann vielleicht ein bisschen besser. Einfach mal so ein bisschen hier ausprobieren. Bin ja auch mal noch gerne sehr, sehr gerne experimentierfreudig. Wenn ihr irgendwas gut oder schlecht findet, immer gerne Bescheid geben. Ich kann mich da überall gerne anfunken. Da ist eine Tür. Strom wiederherstellen. Hier ist nichts. Das ist eine Sackgasse. Hier muss irgendwo so ein Stromgerät sein. So ein kleiner Kasten ist das. Ich glaube, hier können wir nichts machen, ne? Ach, guck mal, hier geht's auch noch weiter. Wir hätten uns hier vielleicht auch ein bisschen verstecken können vor dem Alien. Also rudimentär hinter einer Kiste. Ist das denn jetzt? Ich hätte mir den Typen gar nicht erschießen sollen. Ich glaube, der hätte sich hier gut mit dem Alien käbbeln können. Ich verstehe gerade echt nur nicht, wo wir hier den Strom anmachen sollen. Da geht nichts. Das hier ist alles kaputt. Sag mal, bin ich blöd? Stellen Sie den Strom zum Solomons-Habitat-Transit wieder her. Das soll auch hier sein. Aber wo? Hier ist ja auch nichts, oder? Habe ich irgendwas übersehen? Nö. Ich glaube nicht. Wobei, das hier ist ja so ein Kommandoraum hier. Oder so ein Kontrollraum. Aber hier ist ja auch kein Schalter gewesen, oder? Was übersehen hier? Nee, hier ist nur ein Speichergerät. Wo muss ich lang? Ich versteh's gerade nicht. Muss ich irgendwo anders hinfahren? Nee, das würde ja auch keinen Sinn ergeben. Da ist so ein Kasten. Ah, da müssen wir bestimmt hin. Ich speichere hier nochmal. Ich muss aber auch immer sagen, auch wenn das Spiel schon so alt ist, ich muss sagen, das sieht richtig cool immer noch aus, ne? Es gibt ganz, ganz wenige Ecken, wo ich sage, das sieht nicht mehr gut aus. Hätte man besser machen können. Und der Sound ist sowieso ganz, ganz gefährlich. Der ist schweißtreibend. Ich habe schon wieder nasse Hände.
gibt's ja offen zu. Weil nee, hier ist nur so ein Computer. Da müssen wir da was machen. Ich gehe mal an den Computer nochmal. So, das war der Code, den haben wir ja. Das ist hier dann dieses Blatt hier und dann hier nochmal. Sie haben da unten zu lange gebraucht. Ich musste diese Anlage abschalten und den letzten Transit erwischen. Wir können es uns nicht leisten, die Türen zu unserer Zufluchtsstätte weit offen stehen zu lassen. Es muss nur eine Kreatur eindringen und all unsere Vorräte und Waffen sind futsch. Ich und meine Crew werden hier bleiben, bis Rettung ankommt. Es tut mir leid, aber als sie sich dazu entschlossen haben, einem Schiff nachzujagen, das niemals ankommen wird, haben sie den Plan ignoriert. Sinclair, Ende. Ach, das war der Typ, der hier so eine Art, der sich eingebunkert hat mit Vorräten und Leuten, ne? Ja, stimmt, das Spiel hat auf jeden Fall den Charme der alten Filme und ich fand die alten Filme ja immer schon richtig gut. Aber ich bin gerade ein bisschen irritiert, wo dieser Schalter sein soll. Wir müssen ja hier irgendwie den Strom wieder einschalten. Ach, unser Freund ist auch wieder hier. Und ich weiß gerade nicht, wo und wie. Tanzen hier mit dem Sino. Aber wo verdammt ist der Stromschalter? Ich versteh's nicht. Oh nee. Ist gleich hinter uns? Ich hoffe nicht. Das war aber ein langer, komischer. Langes, komisches Geräusch hier. Ich verstehe gerade echt nicht, wo wir hin müssen. Wir sollen hier den Strom herstellen, aber das geht doch nicht. Alter. Ich kann den Schalter nicht betätigen. Sag mal, bin ich blöd? Wo müssen wir hin? Transitüberwachung. Ja, da waren wir ja schon drin. Da ist ja nix. Da oben ist nix. Hier ist nix. Da ist nix. Übersehe ich irgendwas? Dann muss ich doch echt nochmal zurückfahren. Aber das wird doch keinen Sinn machen. Komm doch von dort. Also... Freund läuft da hinten rum. Muss ich hier irgendwo hin? Ich übersehe etwas, okay. Energie wiederherstellen steht dort. Bodenklappe vielleicht irgendwo? Oh, Flammenwerferöl. Ich liebe es. Mal gerade überall, ob ich hier irgendwo eine Bodenklappe übersehen habe oder nochmal so einen kleinen Kasten. Aber hier muss es ja irgendwo weitergehen. Also hier ist, glaube ich, nichts hier unten in der Ecke. Hier ist auch nichts.
da ist ja noch mehr Öl. Finde ich gut. Hier irgendwas? Da hängt nur Blut dran und da ist nichts. Da ist auch nichts. Würde ich nochmal speichern? Eigentlich ja, ne? Muss ich das Flammenwerferöl gleich nicht nochmal hier suchen? Oder weiß, ob das gleich noch da ist? Ich hoffe, wir schaffen es dahin. Oh, ich höre das doch schon wieder links. Einmal schnell speichern. Ach, Gott sei Dank. So, speichern wir nochmal. Gerade hinsetzen. Soll auch helfen. So, hier ist der Aufzug. Da kommen wir her. Der Aufzug ist zu. Dahinter ist auch nichts. Da ist wieder unser Freund. Hier nochmal schnell rein. Mach mal bitte die Tür zu. Okay, also da ist... Hier ist auch nichts. Hier könnte noch was sein. Das ist ja so eine Art Kontrollraum, aber... Okay. Wir haben es gefunden. Dann speichere ich jetzt erstmal. Mich hat es auch gerade schon gewundert, warum sollte da sonst noch ein Speicherpunkt drin sein? Macht da keinen Sinn, so 2 Meter nebeneinander. Elliot, guten Abend. Willkommen. Passend wieder hier hingefunden. Wir sind, glaube ich, schon in Mission 17, wenn ich mich recht entsinne. Ach, und Paul Nowak. Moin. Vielen Dank noch für dein Follow übrigens. Hab's wahrgenommen auf jeden Fall. Das ist ja fies. Haben die uns da so ein Viech direkt hier zwischen die Kartons gemogelt? Boah, nee. Vor der Nase zugeknallt. Ich höre Regungen im Stockwerk unter mir. Ich habe nicht viel Zeit. Sinclair und seine Leute haben Sevastopols Nahrungsvorräte und den Großteil der Waffen. Aber ich habe auch Kinderstimmen gehört. Ich hatte mich gefragt, wo die Kinder hin sind. Vielleicht können sie diese Monster von ihnen fernhalten. Trotz allem hoffe ich, dass sie das schaffen. Dann hat man gerade noch einen Audiolog gefunden. Du schaust gerne als Elite-Spieler wieder rein. Ach ja, stimmt, du hattest mir ja in-game was geschickt. Ich konnte dich aber nicht zuordnen. Aber dann weiß ich ja jetzt ungefähr, wo ich dich verordnen kann, sag ich jetzt mal. Da ist unser Freund wieder. Muss mal kurz gucken, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Darüber müssen wir. Der Freund steht direkt da vorne. Bin jetzt mal gerade ein bisschen riskant. Oh oh. Scheiße. Das hat uns gerade gesehen. Es kommt jetzt auf uns zu. Wir werden so oder so sterben.
Will ich jetzt speichern? Ist das eine gute Idee? Sterbe ich dann nochmal? Dammit. Ja, bei Elite übrigens, um da auch nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen, dienstags und donnerstags bin ich hier meistens mit Elite. Jetzt samstags aktuell mit Alien, soweit es mir möglich ist. So, jetzt überlege ich gerade, was tue ich jetzt? ich speichere mal. Piercing. Großes Piercing. Aua. Tot. Shit. Ich hoffe, das war jetzt keine allzu blöde Idee zu speichern. Wir hatten nämlich schon mal so eine Stelle mit, glaube ich, einem Androiden. Der hat uns dann relativ schnell wieder gefunden. So, 45 Mal schon gestorben. Davon haben wir zwei Zivilisten aus Versehen mal ermordet. Habe ich jetzt aber auch als Tote gelten lassen. Oh, wir leben noch. Noch. Und da vorne ist der Aufzug. Da müssen wir hin. Ach, und Yoma. Moinsen. Willkommen hier alle zusammen. Wir sind, glaube ich, mittlerweile in der 17. Mission angekommen. Diejenigen, die das Spiel kennen, werden wahrscheinlich wissen, was uns da erwartet. Für mich ist das ja auch noch hier Neuland. Und wir sind gerade eben gestorben. Es hat gerade einen wunderschönen Bauchnabel-Piercing-Tod verpasst, Yoma. Frisch dich! Geh weg! Sei brav! Ab nach oben mit dir! Los! Nach vorne! Gib Pötchen! Weg da! Los! Frisch dich! Braves Nino. Wir erziehen uns das aktuell so ein bisschen. Das holt nachher für uns die Zeitung. Und läuft für uns zum Edeka und kauft uns nochmal ein bisschen Cola und Pizza und Chips und was man so braucht, ne? Den hast du gerade noch so gesehen. Sehr schön. Ansonsten gibt es ja noch das Rudi, ne? Oh, da ist unser Kollege wieder. Schnell weg hier. Na, kann ich irgendwo einen Knopf drücken? Oh, Gott sei Dank. Wir sind weg hier. Hören. Das Ding ist auf jeden Fall noch in unserer Nähe. Torrance an Ripley. Ripley, wir gehen jetzt in Position für die automatische Landungsbrücken-Andock-Sequenz. Der Funk wird abbrechen, bis wir uns dem sinkenden Orbit der Station angepasst und in Position gebracht haben. Wir warten nur darauf, dass sie die Klemmen der Schlepperplattform ausfahren. Keine Ahnung, wie sie mich zu dieser Aktion überreden konnten. Mhm, irgendwelche Schlepperkabel ausfahren. Ja, mache ich gleich. Der steht da direkt vor uns. Wo müssen wir hin? Hinten rechts. Okay. Haben wir irgendwie Geräuschmacher? Versuchst du jetzt gerade mal hinzulocken. Weiß aber nicht, wo es ist. Oh nö. Noch ein Piercing. Wird im Sonderangebot. Weil zum Preis von für einen. Shit. Schöne Hände. Schöner Nagellack. Okay. Ich merke schon, der Tod hier, der hat uns heute. Da ist es doch. Unser säurehaltiger Freund hier. 46 Mal insgesamt. Ja, RIP, aber sowas von. Ja, wir laden den Spielstand nochmal neu. Schade. Ich hatte gerade so gehofft, da durchzukommen. Aber ey, immerhin haben wir jetzt noch den Geräuschmacher. Wo muss ich hin? Moment, wo bin ich hier? Achso, ich muss noch da hinten durch. Es ist gerade nicht hier.
Beruf das Ding. Na los, mach doch bitte. Ich glaube, wir verstecken uns mal hier drin. Vielleicht ist das eine gute Idee. Kann mich keiner sehen. Ich glaube, das kommt hier nicht rein, hoffe ich. Eventuell. Ja, und diejenigen, die eingeschaltet hatten, weil die mich wegen Elite kennen oder so, dienstags und donnerstags bin ich dann meistens unterwegs. Und da bin ich aktuell noch auf einer großen Rundreise, jetzt Richtung Sagittarius A Stern, in die Mitte der Galaxie. So bis September ungefähr. Danach werde ich aber auch zurückfliegen in die Bubble und dann ein bisschen was anderes wieder machen. Bin nämlich schon seit 8 Monaten draußen. Solange ich mich gerade verstecke, kann ich mal kurz die Chance nutzen, um mit euch ein bisschen mehr zu quatschen. Da wartest du auch immer. Sehr schön. Scheint dann ein guter Spot zu sein. Ich habe ja schon hier mitbekommen. Einige sind ja hier richtige Alien Isolation Profis. Jetzt bitte schnell. Im Wohnbereich. So, schnell weg hier. Wir hören es auch, glaube ich, gerade schreien, ne? Oder so brüllen. Das ist direkt wieder hinter uns hier. Das ist mitgekommen. Du hast das ein anderes, keine Ahnung. Es gibt ja, glaube ich, mittlerweile mehrere hier. Ich habe es gerade rumpeln hören. Hinten rechts müssen wir hin, das weiß ich noch. Steht das jetzt wieder hier? Ja, nicht so ganz, aber auf jeden Fall in der Nähe. Der Funk wird abbrechen, bis wir uns dem sinkenden Orbit der Station angepasst und in Position gebracht haben. Wir warten nur darauf, dass sie die Klemmen der Schlepperplattform ausfahren. Keine Ahnung, wie sie mich zu dieser Aktion überreden konnten. Die Tür. Ja, stimmt, die sieht ein bisschen aus wie diese von den Stationen dort. Kannst du nicht mal bitte weggehen? Los, kusch dich. Braves Sino. Braves Sino. Ab in den Luftschacht mit dir. Geh in deine Hütte. Braves Ding. Los. Ja. Sei ein braves Sino. Wisst ihr, es hört mittlerweile auf uns. Müssen ein bisschen mit dem Flammenwerfer nachhelfen. Aber das gibt sich mit der Zeit. Muss man ein paar Mal machen, dann können die das schon. Wir haben noch einen Zugriffslog. In Vorbereitung auf den Hyperschlaf wurden an der gesamten Crew durchgeführt, einschließlich der Schiffskatze, auf Drängen der Ingenieure hin. Alle im grünen Bereich, anwesend und den Vorschriften entsprechend, wie im eben an Mutter abgegebenen Bericht beschrieben. Ich muss noch ein paar meiner Gerätschaften aufbauen und alle Systeme hochfahren, aber ansonsten sind wir startbereit. Okay. Ich habe auch schon gehört, das macht die ja auch scharf auf einen, ne? Also jagen einen dann ja noch mehr und sowas. Die gewöhnen sich da ein bisschen dran. Das ist ja noch fieser. So, ich glaube, hier müssen wir rein. Ja, aber ab und zu ist halt auch so die Abwägung. Will ich jetzt sterben? Oder benutze ich das Ding, um durchzukommen? Ich glaube, da muss man vielleicht auch ein bisschen abwägen. Außer man macht so einen No-Death-Run. Aber ich glaube, der wird ein bisschen schwierig. Also, sowas werde ich definitiv nicht machen. Der Aufzug braucht Öl. Viel Öl. Ich will hier nicht drin sein. Wo zur Hölle sind wir jetzt? Okay, es geht rechts weiter auf jeden Fall. Oh, Alter. Orbitalstabilisator. Ich bin voll erschrocken. Station verlassen. Station verlassen. Speichern? Ach so. Boah, danke dir, Joma. Also eigentlich mag ich ja kein Backseat-Gaming, so ein bisschen, aber bei sowas, das könnt ihr mir gerne sagen, wenn ich so einen Speicherpunkt hier gerade übersehe. Oh, Gott sei Dank. Oh, sind wir erstmal durch hier. Och, nö. Nein. Verdammt.
Wo kommt der denn jetzt her hier? Komm, ver... Musst du jetzt hier sein? Aua. Das ist nicht fair auf so engen Raum. Weißt du das eigentlich? Das war jetzt gemein. Dass da jetzt so ein brennender Android hier entgegenkommt. Habe ich nachgeladen? Ja. Ich habe aber auch nicht so viel Schuss, ne? Oh Gott. Medkit. Ansonsten, falls wir gleich nochmal sterben, weiß ich, dass der uns gleich hier entgegenkommen könnte. Ich nehme jetzt erstmal wieder den Flammenwerfer. Beim Sino müssen wir nämlich ein bisschen schneller reagieren als bei den Androiden. In der Regel. So, ich könnte jetzt, glaube ich, hier rechts durch, ne? Mache ich das? Ich glaube, ich kletter da erstmal durch. Wo geht's denn hier hin? Leuchtfackel. Habe ich nur ein einziges Mal benutzt bisher. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Moment, kann ich die jetzt gerade mitnehmen? Ah ja, super. Oh, was liegt denn hier alles? Taschenlampen? Das ist jetzt hier so dunkel. Da ist nichts mehr weiter. Eine Sackgasse hier? Ah ja. Da können wir jetzt erstmal noch nicht durch. Alter! Mann! Wo muss ich denn hin? Geradeaus bisher. Nach links. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Evakuieren ohne Schiff. Sehr gute Idee. Kantine. Lass mich raten, hier sind bestimmt noch ein paar Facehugger. Oh Gott, das ist nur ein Feuerlöscher. Okay. Was? Was war das gerade? Och nö. Komm, kusch dich. Auf jeden Fall intensiv. Zugangscode. Ja, natürlich. Ich suche jetzt noch gerne natürlich einen Zugangscode. Kein Problem. Ich habe gerade keine anderen Sorgen. Außer, dass mich hier gerade mal so ein Sino verfolgt. Hinten ist noch ein Terminal. Ich will da gerade mal versuchen hinzukommen. Okay, Leiche. Sehr gut. Oh, das ist irgendwo bei so einem Luftschacht gerade. Wir haben es gerade so gehört. Letzter Kampf ausgesperrt. Beigegeben. Audio, Zubehör, da ist nichts mehr drin. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihrem Notaufsichtssystem. Wo muss ich denn hin? Ach so, die Kabellage. Ah, okay, ich muss da hinten irgendwie was betätigen. Darum, Aschenbecher. Hier muss ich irgendwas tun. Schlüsselkarte benötigt. Lass mich raten, ich brauche erst den Zugangscode für den Apparillo da hinten, damit ich dann die Karte kriege, ne? Ist nur die Frage, wo ist das Ding? Ach nö. Komm, geh doch bitte einfach. Können wir uns hier ein bisschen verstecken? Also semi-gut. Oh, kann ich da durchlaufen? Ja, kann ich. Wo soll ich denn hier hin? Moment, da Schlüsselkarte, da Zugangscode. Okay. Oder war der gerade doch bei dem... bei dem Lock hier. Ach hier, 1984.
1984, den Code müssen wir uns merken. Komm, jetzt geh doch bitte. Muss da vorne hin. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Jetzt ist es weg. Oh Gott, ich mag diese Stelle gerade überhaupt nicht. So, 1, 9, 8, 4. Oh, Junge. Tuffgrippen. Der war jetzt fies. Der war echt fies. Ich durch? Nein. Also ein paar Mal erwischt die mich mittlerweile echt ganz gut, ne? Ich bin auch gerade dezent angespannt hier. So, Schlüsselkarte. Musst du da dieses blöde Ding wegfahren? Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Der Emoji da gerade eigentlich bei dir eine Unterhose auf dem Kopf hat, ist das? Sehe ich das richtig? Gott, wo kann ich denn hier hin? Hier geht's auch weiter. Ist die Frage, will ich da hin? Okay, hat er. Ich frag ja nur. Ich frag jetzt nicht, warum. Schrott etc. Haben wir alles soweit? Ja, ne? Okay, da ist nichts drauf. Hier liegt noch irgendeine Leiche rum. Hat hier noch irgendwas Spezielles? Sensoren. Irgendwas herstellen können wir nicht mehr, ne? Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Elektroschocker einmal nachladen. Flammenwerfer. So, ich will jetzt nur noch speichern. Ich will ganz schnell weg von dieser komischen Ecke hier. Also die Ebene hier mag ich genauso wenig wie die Krankenstation zu beginnen. Ich glaube, wir sind aber erstmal halbwegs sicher hier, hoffe ich mal. So, da ist eine Tür. Sesam, öffne dich bitte. Tür verschlossen. Ich sehe schon. So, einmal aufschneiden. Und einmal öffnen. Oh, ruck. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Station verlassen. Station verlassen. Wir müssen gleich da hinten links rein, aber... Okay, da können wir gar nicht hin. Ich hatte gerade gehofft, dass da vielleicht hier und da irgendwo vielleicht noch was rumliegt oder ein Speicherpunkt ist. Wo muss ich hin? Okay, ich glaube, wir müssen doch erstmal geradeaus. Die Tür ist zu, die ist auch zu. Ich habe schon wieder richtig nasse Hände, das ist richtig eklig. Also so mysteriös ist das jetzt auch nicht. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Okay, das gefällt mir gerade irgendwie nicht, dass diese Tür hier so kaputt ist. Das sieht übel aus und vor allem, dass wir uns da verstecken können. Gefällt mir gerade gar nicht. Ich höre, glaube ich, ein Speichergerät. Da vorne. Lass mich da hin, lass mich da hin, lass mich da hin. Ja. Oh, Gott sei Dank. So, gespeichert. Jetzt ist mir alles egal, wenn wir jetzt sterben. Wir haben es erstmal an dieser blöden Stelle geschafft, durchzukommen. Er hat nichts. Sprengkapseln. Ist das Alien hier gerade? Ich bin mir nicht sicher. Easy.
Na. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Also ich finde, es hat halt hier und da so ein paar gemeine Stellen, das Spiel. Aber ich meine, das muss ja vielleicht auch ein bisschen sein. Aber sonst wäre es mir, glaube ich, auch zu einfach bisher an einigen Stellen. Schon ein bisschen Nervenkitzel muss ja sein, sonst wäre es ja kein Horrorspiel. Vor allem keins, was hier im Alien-Universum spielt. So, ich glaube, wir haben alles. Was war hier? Da kamen wir gerade her, ne? Ja, okay. Ich mich ein bisschen orientieren gerade. Ich glaube, ich würde hier eben warten, bis der Speicherpunkt wieder freigegeben ist. Und danach würde ich erst da durchklettern. Der Typ hat auch schlimme Dinge gesehen. Okay, der hat auch noch ein... Okay. Der hat ein dezentes Loch im Kopf. Da würde ich auch so gucken. Der Überlebensmodus ist nett. Nein. Einfach nein. Den habe ich auch, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, ich habe mir nur das Grundspiel gekauft damals. Ich glaube, diese Sachen auf Zeit sind nichts für mich. Ah, speichern, Gott sei Dank. So, jetzt könnt ihr mich wieder hören. Ich muss mal gucken, ich habe da gerade irgendeine Taste hier bei Steam. Wir haben ja diesen neuen Modus, dass man sich Notizen machen kann im Spiel und so. Das ist irgendwie auf so einer blöden Taste, dass ich da immer ständig drauf komme, wenn ich mich muten will. Da muss ich mal ein bisschen gucken, dass ich das nochmal umstelle zum nächsten Mal oder so. Auch für Elite und so. Läuft übrigens immer noch ein Fotowettbewerb auf dem Discord-Server, ne? Also wenn ihr da reinkommen wollt, könnt ihr da gerne was mal nachschauen bezüglich Elite. Mein Angebot, was ich euch machen kann. Und wir brauchen schon wieder eine Schlüsselkarte. Och Mann, ich will keine Schlüsselkarten mehr suchen. Warum sieht das hier so explosiv aus? Ist das hier eine gute Idee, den Flammenwerfer anzumachen? Ich weiß es nicht. Der Generator funktioniert nicht. Weil... Kabel geht irgendwo hier hinten hin. Moment. So, wir haben hier den Generator. Okay, der ist funktionsbereit, steht da doch. Allerdings, brauchen wir hier erst eine Schlüsselkarte, um das irgendwie anzumachen? Ich dachte gerade, der blöde Vogel ist da ein Alien, was gerade am Fenster vorbeiläuft. Ja, das habe ich schon gehört von diesem Modus, aber ich glaube, das ist nichts für mich. Ausgeburt der Hölle hier. Wir haben es erledigt. Ja, Sachen auf Zeit mag ich gar nicht, also... Auch in dem Spiel erst recht nicht, muss ich sagen. Bin ich ganz ehrlich, nee. Den Wohnbereich Zufluchtsort abgeriegelt. Es gibt einen Weg hinein, einen heraus. Es sind zwar noch Leute unterwegs, die Waffen und Vorräte plündern, aber es sieht so aus, als hätten wir uns gerade noch rechtzeitig eingeschlossen. Die Seeksen-Syntheten bewegen sich von ihren Stationen fort. Ich habe erwürgte Leichen in öffentlichen Bereichen gefunden. Seien Sie wachsam. Notfallsituation. Oh. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssystem. Versuchen Sie nicht, uns zu finden. Wir werden das Feuer eröffnen. Okay, das ist von diesem Sinclair, der hat sich ja irgendwo verbunkert. Ja. Jetzt gerade hinter uns her? Ich glaube ja, ne? Generator funktionsbereit. Ja, dann mach doch. Oh, das ist hinter uns.
Nach einer Sekunde. Da ist gerade wieder hier ein Bot im Chat, um den muss ich mich ganz kurz kümmern. Den werde ich mal eben hier kurz hinaus begleiten. Mal kurz gucken, wie ich das hier mache. Eine Sekunde. So. Nachricht ist noch da, die kann ich leider nicht löschen, aber der ist dann jetzt erstmal soweit hier wieder weg. So, dann kann es weitergehen. Hab in letzter Zeit ein bisschen Probleme mit diesen Leuten. Gebe ich irgendwelche Codes? Ich glaube nicht, dass ihr das benutzen solltet. Ist bestimmt keine gute Idee. So, durchs Fenster hättest du es sehen können. Ja, ich habe es gerade ja gehört auf jeden Fall, ne? Wir müssen doch hier dieses Ding benutzen, ne? Generator ist funktionsbereit. Das verstehe ich gerade nicht so ganz. Oder müssen wir da gar nichts machen? Bin mir gerade nicht so ganz sicher, weil irgendwie können wir ja hier nichts. Der ist ja funktionsbereit. Ja, Bots nerven zum Teil einfach nur. Also kommt natürlich drauf an, was für einen Sinn und Zweck die haben. Ich meine, mein Nightbot zum Beispiel, den mag ich ja sehr gerne. Aber das ist ja auch ein netter Bot, der sehr freundlich ist und der hilft ja auch. Und von daher mag ich den durchaus. Aber hier diese komischen Bots, die einen irgendwelche komischen Nachrichten schicken oder irgendwie einen zu irgendwas einladen wollen, da habe ich nicht so die Lust drauf. Kurz gespeichert, das Ding ist direkt links hinten neben uns, ne? Ein bisschen Angst hier. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin gerade so ein bisschen... Der ist hinter uns. Hui! Bin da mal weg. Der ist hinter uns. Ich muss da rein. Erstmal in Sicherheit. Ist direkt hinter uns gewesen, seht ihr? Da ist er. Aber der kommt nicht zu nah hier. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis Sie da so ein Schiss drin. Den orbitalen Notfallkoordinator erteilt wurde. Das ist zum Beispiel ein Nightbot. Das ist ein lieber Bot. Der macht Werbung für meinen Discord-Server. Das ist ein braver Bot. Der andere war gerade ein böser Bot. Wo wir gerade das Thema hatten. Geh mal bitte, genau, geh mal da hinten in die Richtung, da ist Feuer, da kannst du bitte bleiben, Sino. Sehr schön, braver Sino. Wir verstehen uns so langsam. Oder auch nicht. Geh weg. Aua, der hat mich trotzdem, ne? Aua, Gesichtspiercing. Mittendrin, hier so einfach so ein Loch. Verdammt, jetzt hat er uns doch noch gesehen. Ich dachte echt, wir sind den kurz los. 47. Es wird mehr. Ja, nom 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 nom. Sino hat Futter. Ich habe mir ja vorhin noch einen Döner gegönnt. Gefällt mir, glaube ich, ein bisschen besser als Ripleys Gehirn. Ich glaube, das schmeckt nicht so gut. Würde ich jetzt mal so als Mensch behaupten. Ich habe den Sino ja auch schon mal eingeladen. So zu Hähnchen, vielleicht indisch oder so. Curry, Hähnchen, irgendwie so, aber... Wollte er nicht annehmen. Hatte keinen Bock auf ein Date. Frage, laufe ich jetzt einfach? Nee, ich laufe nicht. Ein Döner macht schöner. Begutachtet es. Wo ist das Ding hin? Okay.
Wo muss ich hin? Hier links? Nee, da brennt es. Das ist auf jeden Fall rechts im Raum gerade gewesen. Dreh mich jetzt einfach mal nicht um. Hier müssen wir rein. Speicherpunkt. Speicherpunkt, Speicherpunkt, Speicher, Speicher, Speichern. Oh, ich liebe Speicherpunkte. Notfallsituation. Gehen Sie zunächst Evakuierungspunkt und warten Sie auf Ihren Notaufsichtssystem. Ich weiß nicht, wo ich hier hin muss, aber irgendwie finde ich den Raum auch gerade interessant. Ich will mich hier auch irgendwie umgucken. Ach, da ist noch ein Nachbarraum. Da müssen wir rein. Was? Alter! Will das Ding mich verarschen? Los, hau ab! Kusch dich? Kriegst hier nichts von meinem Döner. Einfach nach oben jetzt hier. Ab in den Luftschacht. Brave Sino. Brave Sino. Ich hab dir gesagt, du sollst hochgehen. Ganz schön unerzogen, das Ding. So, nochmal eben Medkit hier reinhauen. Rein mit der Spritze. So, schnell herstellen. Und den Flammenwerfer rausgeholt. Ich weiß gar nicht, wo das durchgesprungen ist. Hier vorne irgendwie durchs Fenster, ne? Wo muss ich denn hin? Hier muss ich hin, aber da ist die Tür verschlossen. Die Frage, wie wir die Tür aufkriegen hier. Wobei. Können wir die einfach hier durchklettern? Station evakuieren. Nee? Schade. Aber wo muss ich jetzt hin? Oh nee. Da vorne ist unser Freund. Da ist ein Hebel. Oh, das kommt jetzt nicht. Das ist laut. Musst du das denn so laut machen? Okay, die Tür ist auf jeden Fall nicht an. Jetzt sag nicht, ich muss zu dem Generator da hinten. Mann! Mann! Blödes Mistviech! Warum kommt das denn jetzt? Das war jetzt echt gemein. Kommt das echt direkt da auf mich zugerannt? So, 48. Es wird, glaube ich, gerade immer mehr, ne? Also, bin ich überhaupt schon mal so hoffentlich gestorben in einem Stream? Wobei, ja doch, müssen wir insgesamt. Mistviech. Wirklich. Ja, voll nett vom Spiel, ey. Bester Brudi, ey. Wo bin ich denn jetzt hier? Okay, da sind wir. Boah. Wenn der Generator da hinten geht aus, damit müssen wir den ganzen Weg zurücklaufen, ne? So. Geh weg. Brauchst mich hier gar nicht so angreifen. Kann ich auch. Kann auch fauchen. So. Geh weg, du Mistvieh hier. So, einmal wieder schnell das Medkit rein. Au, ruck. Jetzt ist das doch schon wieder da vorne, ne? Zisch dich. Ist das eklig. Jetzt weiß ich auch, warum wir so viele Taschenlampenbatterien gefunden haben.
will hier nicht sein. Ich glaube, hier ist gerade mehr als eins. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Ja, könnte ich auch probieren. Da sagst du gerade was. Ich hätte mal gern meinen Molotow-Cocktail. Boah, ist das dunkel. Ja, das geht dann schneller. Nochmal eben einen herstellen. Können wir das? Noch nie so schnell gecraftet. Führen Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück, bis die Erlaubnis hierzu durch den Orbitalnotfallkoordinator erteilt wurde. Ja, das war knapp durchaus. Also die Krankenstation war ja schlimm. Das Nest war auch schlimm. Aber die Stelle hier. Ich rage-quitte gleich und spiele Fall Guys. Das ist was Schönes, Buntes, Fröhliches. So, 49 Stück. Mal gucken, wie viel wir hier noch voll kriegen, ey. Boah, ist das ein gemeines Wesen, ey. Ich will auch einen Plasma-Cutter. Den von Dead Space. Wo bin ich denn jetzt hier? Orientierung gerade verloren. Ja, mit dem Molotow-Cocktail sowieso. Klar, leuchte ich natürlich richtig mit. Jetzt mal was ausprobieren. Oh. Ich bin nicht da. Scheiße. Ich habe mich gerade selbst gekillt. Ey, du, Paul, ey, danach brauche ich eine Woche lang nur Elite. Nur schöne Erkundungsreise im All, ohne Targoiden, ohne irgendwas, ganz gechillt. Ein paar Bioprobesuche, da suche ich sogar freiwillig Fungoida und Bakterien auf Eisplaneten. So, 50 Stück. Was meint ihr, wie oft werde ich sterben insgesamt? 17. Mission sind wir jetzt, bisher 50 Tode. Du fliegst hin und her und schaust ihm nebenbei zu, sehr schön. Oh Mann, ey, ist das eine gemeine Stelle hier. Also ich glaube, hier sollten wir lieber den Flammenwerfer nehmen. Obwohl, der S ist ja eigentlich sofort abgehauen, ne? Wir müssten, glaube ich, nur gucken, dass es, dass es direkt abhaut. Jetzt haut er direkt ab. Siehste mal. So, ich will noch mal einen herstellen. Das stimmt auch wieder. Scherbenklang. So eine kleine Erkundungstour so zur Entspannung. 5 Monate später. Irgendwo bei Sagittarius A. Jetzt komm. Geh in deine Höhle. So. Ist ich. Stimmt, ich bin jetzt ja schon seit 8 Monaten insgesamt draußen bei Elite Dangerous. Ich werde noch bis ungefähr September da drin bleiben. Oder da draußen bleiben. Und dann fliege ich auch, glaube ich, wieder zurück zur Bubble. Ich vermisse die Bubble so ein bisschen. Kriege so ein bisschen Heimweh. Nach diesem nervenaufreibenden Zeug hier will ich, glaube ich, ein paar Golds verprügeln. Ein paar Targoiden-Schiffe. Die haben es halt verdient. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Boah, ist das dunkel hier.
Hier ist der Speicherpunkt. Das ist irgendwo rechts von uns. Ich höre es gerade. Bin ich da? Ich bin überhaupt nicht hier. Verdammt, wo muss ich hin? Andere Frage. Da rechts, okay. Oh. Mach mal bitte wieder zu. Direkt vor uns. Ohne rennt das irgendwo rum. Noch irgendwo da. Das ist noch da vorne, wollte ich gerade sagen. Guck mal, wer da rausguckt. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt. Du siehst mich gar nicht. Taste. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht drin. Wenigstens gibt es hier Kaffee. Was? Teil des Teams sind. Wir haben den Wohnbereich zu. Oh, Foxy! Es gibt einen Weg hinein, einen heraus. Das haben wir uns ja schon angehört. Es sind noch Leute unterwegs, die Waffen und Vorräte plündern. Aber es sieht so aus, als hätten wir uns gerade noch rechtzeitig eingeschlossen. Kurz durchschwitzen hier. So, moin Foxy, moin Black Dog nochmal. Ihr habt mich gerade ganz schön gut erwischt, ne? Ihr seid echt fies. Ey, ich muss kurz was trinken, ey. Ich öle gerade hier, weil es erstens warm ist und zweitens, ich kriege echt klamme Hände. Das ist echt eklig. Schöne Streicher. Die Musik ist echt cool, muss ich sagen. Die Musik ist echt cool. Der Timing war echt gut. Ja, Streamer quälen macht ja auch Spaß. Ja, dafür haben Streamer auch meistens ihre Mods, die sie dann im Keller so ein bisschen auspeitschen können, ne? Um das so ein bisschen zu kompensieren. Weil die Zuschauer verprügeln ist ja ein bisschen blöd. Beschweren die sich noch. Die Mods, die halten das aus. Och nö. Gefahr ist nah. So 2 Meter neben mir. Und nicht mal. 1,50 Meter. Eine Armlänge. Jetzt geh doch bitte. Okay, es ist in seine Höhle zurückgegangen. Genau, Mods halten dicht. Beschweren sich auch nicht. Boah, das ist echt übel hier, das Spiel, ne? Also gerade die Stelle hier, auch an Foxy, wir sind jetzt, glaube ich, schon, ich weiß nicht, 6-mal gestorben oder so? Direkt da oben. Ich habe die Sava nicht gesehen von dem Viech. Um, 51. Was im Discord passiert, bleibt im Discord, ja. Kommt alle darauf. Ihr werdet euch überraschen. Aber das war jetzt echt eine fiese Stelle. Das war eine echt gemeine Stelle. Vor allem, ich habe das Sava-Zeug nicht von dem Ding gesehen. Ah, guck mal, der ist direkt wieder hier vorne. Ich hab grad noch seinen langen, schönen, langen, spitzen Schwanz hier gesehen. Das Ding ist ja sehr gut ausgestattet. Wenn ich so weitermache, wird es dreistellig, ja wahrscheinlich. Ich sehe nix, ne? Station evakuieren.
Da hinten ist es. Okay, das ist jetzt erstmal gerade verschwunden. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich glaube, ich bin gerade haarscharf wieder an diesem Luftschacht vorbei, weil ich den schon wieder vergessen habe. In der Sekunde. Mein Gedanke ist gerade einfach nur noch raus hier. Einfach laufen. Tolle Musik. Ach so, ja, stimmt, die hat jetzt aufgehört. Die war aber echt cool. Würde ich mir, glaube ich, nachher nochmal beim Soundtrack oder so, wenn ich die finde, nochmal anhören. So, hier im Spiel, ne? Durch meinen Tod. Kehren Sie nach der Evakuierung nicht auf die Station zurück. Diese Hoffnung gerade schon, ne? Diese Hoffnung, es war ein Soundalert. Wo war das Team denn jetzt schon wieder? Ja, es wird, glaube ich, gleich wirklich nur dreistellig. Blub, 52. Die Antwort auf alles plus 10. Scheiße. Ja, ich sammle gerade echt viele Tode. Ja, das ist echt auf mich draufgesprungen, ne? Das blöde Viech. Stimmt, jetzt ist die schöne Musik aus. Die war gerade irgendwie episch. Habe ich noch gar nicht reinhören können, Tuffgrim. Ich habe nur, glaube ich, das erste Lied mal gehört. Ich muss das mal ein bisschen mehr in Ruhe und dann anhören, wenn ich Zeit habe. Moin, Wanzelot. Willkommen. Hier diesmal zu Alien Isolation. Es gibt ja noch andere Spiele neben Elite, ne? Wir sammeln gerade fleißig Tode. Und so, glaube ich, in der vorletzten Mission. Es ist übel. Und ja, das ist sehr gut, der Link hier zum Discord zu öffnen. Willkommen auf jeden Fall an alle. So, ich laufe jetzt ein bisschen außen rum. Ich will hier speichern. Du wolltest nur den Command klauen. Dann bist du wieder weg hier. Oh nee. Wir sind tot. Ich lebe noch. Ja, über Elite Dangerous reden wir öfter. Das ist hier so ein Standardthema. Nicht wundern. Oder stört das gerade ein bisschen? Warum willst du meinen Discord-Command klauen? Was soll das? Ja, jetzt musst du zuschauen. Jetzt bist du gefangen. Stimmt, du hast das ja vor kurzem selber gespielt. Wir haben dich ja da geradet, Wanzelot. So, wo zur Hölle muss ich gerade hin? Ich muss hier hin irgendwie. So, hier kam das Viech gerade. Tuffgrim, das war gerade dein Sound-Alert, ne? Das hat ja gerade wie Arsch vor einmal gepasst. Ich dachte echt, das Viech ist da gerade angekommen. Och nö, das ist schon wieder da. Habe ich hier vielleicht... So, hör ab hier. Stört nicht. Gerade einen Trailer geschaut. Ja, ist schon ein interessantes Spiel. Also Wanzelot ist süchtig. Den habe ich nämlich mal nach Alien Isolation geradet. Als er das selber gespielt hat. Und den haben wir jetzt, glaube ich, so richtig angefixt. Ich glaube, der hat jetzt seit 50 Tagen nur noch das Spiel gespielt. Ja, was heißt süchtig? Elite Dangerous ist halt ein Grundnahrungsmittel, ne? Das weiß der geneigte Gamer. Und das ist da auch so. So, ich hoffe, ich habe mir gerade mal eine Sekunde Ruhe. Orbitalstabilisatoren ausfallen. Dass ich hier nochmal einen Molotow-Cocktail zusammenbasteln kann. Nur 60 Wochen in der Stunde. Mhm. Am besten so 80 oder so noch. Der ganz schöne Sterbestream heute. Der Sterbestream mit dem Scherbenklang. Vielleicht sollte ich mich auch in Sterbenklang umbenennen. Wäre auch was, ne? Bin ich aber auch Wanzelot. Ich bin auch mehr im Stream als auf der Arbeit.
Das liegt aber auch daran, dass ich nur Teilzeit arbeite. Das ist natürlich ein bisschen leichter, das zu schaffen. Wo muss ich hin? Ich bin hier nicht mehr. Ich werde versuchen, an der Schlepperplattform unter Ihrem Raumfahrtterminal anzudocken. Wir können Überlebende aufnehmen. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Wert, wie ich mich verarschen? Das ist gerade direkt hinter uns herausgekommen. Du hast es geklippt, sehr gut. Ich werde es mir nachher angucken. Das ist gerade direkt hinter uns aus dem Schacht gekommen. Du willst mich wohl verarschen. Ja, ehrlich, ey. Klettert er direkt hinter uns her. Go, sterbe. Oh Gott, ist das fies. Boah. Moin, Lena. Herzlich willkommen hier zum Sterbestream von Sterbeklang. Ich habe mich jetzt umbenannt. Wir sind gerade sehr häufig gestorben. Das Alien ist heute sehr böse zu uns. Worauf bin ich jetzt schon gestorben? Ich glaube 8-mal. Und wir sind relativ am Ende vom Spiel, glaube ich. Auf jeden Fall vorletzte Mission war es, glaube ich. Und es geht gerade hier heiß her. Nicht nur wegen dem Feuer. Boah, Leute. Das war jetzt echt eine gemeine Stelle. Speicherpunkt. Speicherpunkt, 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 Speicherpunkt. Warum singe ich dann eigentlich immer? Keine Ahnung. So. Ey, ich muss kurz echt meine Hände abtrocknen. Ich habe richtig nasse Hände. Das ist echt eklig. Ich habe hier Angstschweiß auf der Stirn. Nasse Hände, völlig klamm, durchgeschwitzt vor Puls. Boah. Okay, es kann weitergehen. Mit Headset, ey, hör mir auf. Die Boxen hier sind auch gerade laut genug, also ich höre das hier sehr gut tatsächlich mit denen. Jetzt noch ein Kopfhörer, ne. Einfach ne. Da wäre ich jetzt raus. Ganz ehrlich. Und im dunklen Zimmer. Ja gut, dann sieht man mich überhaupt nicht mehr. Verstehe kein Wort, ist ja wie in Deutschland am Bahnhof. Kopfhörer macht noch sowas schlimmer. Nee, du. Ich habe aber auch leider nicht so gute. Also ich habe zwar so ein Headset, aber der ist ein bisschen ein bisschen komisch. Der drückt immer hier auf mein Piercing. Hier meine kleine Fledermaus, der hat ja auch so ein Piercing am Öhrchen. Das habe ich auch dort und das tut mir irgendwann echt nur noch weh. Und sonst habe ich nur so kleine Kopfhörer, diese Ohrhörer. Aber die sind nicht gut. Du hast das Alien spawned by Chat genannt. Ich schaue es mir nachher mal an, Tovgrim. Oder wenn wir gleich eine ruhige Minute haben, dann können wir das gerne mal kurz integrieren. Damit ich mal kurz runterkommen kann. Station evakuieren. Dies ist keine Übung. Oh, neue EMP. Sehr schön. Oh, ganz viel Baumaterial. Flammenwerferöl. Halleluja. Weihnachten, Ostern und Geburtstag am einen Tag hier. Wo haben wir alles? Molotow-Cocktail. Ist soweit alles fertig hier. Nochmal. Alles hier. Ich werde in Kürze das Lustrum einsetzen, bevor wir uns in die Hyperschlafkapseln begeben. Die nächstgelegene Relaisstation scheint Sevastopol zu sein. Wie dem auch sei. Wenn alles gut läuft, hören Sie wieder von uns, sobald wir in Erdnähe angekommen sind. Vermessen Sie uns nicht zu sehr. Dallas, Ende. Das wäre jetzt echt gemein, Tovgrim. Ich wollte doch hier in Ruhe zuhören. Wie viele Loks haben wir jetzt eigentlich schon von der Nostromo? 1, 2, 3, 5 Stück erst. Wir haben, glaube ich, 5 Stück übersehen. Ich weiß auch nicht, ob das relevant ist, vielleicht für ein anderes Ende oder so, ob es auch nur ein Ende gibt. Jetzt bitte nicht verraten. Jedenfalls nicht an der Stelle. Ah, das ist schon... Puh. Walking Dead im VR, das reagiert auf die... das ist natürlich richtig fies. Gerade wenn du jedes Mal Hallo sagst oder so, das reicht ja schon aus, ne? So, wo müssen wir eigentlich hin? Muss man flüstern.
Salat. Da vorne ist das Alien. So, komme ich hier durch? Ich glaube, ich muss da hinten zu dem Schneider. Stimmt, das war auch witzig. Muss ich hier hin? Ja. Muss ich hier gerade aufschneiden? Wir waren beim Anfang, ja. TK! Moin, willkommen. Der war fies. Ich dachte jetzt echt, das Alien tötet mich hier hinter mir. Sounds, die sind alle über Sound Alert. Die Sound Alerts. Und die sind unten, kannst du die finden? Und sonst noch bei den Kanalpunkten gibt es ein paar. Bei den Kanalpunkten sind kostenlos und die unten bei den Sound Alerts, die sind gegen Bits. Da gibt es ein paar Seiten, ich weiß nicht, zwei, drei habe ich da. Die habe ich dann alle über Sound Alerts erstellt. Kann man auch so eigene Bilder einfügen und auch so für Follows und so. Fand ich ganz cool. So, ich glaube, wir haben es gerade in den Aufzug geschafft, ne? Oh, Gott sei Dank. Wir haben die 17. Mission abgeschlossen. Das heißt, wir sind jetzt in der 18., ne? Das ist die Finale. Ich habe Angst. Ich wiederhole, Ripley, können Sie mich hören? Ja, Ripley hört. Sterbeklang auch. Sterbeklang, meine ich. Sterbeklang ist dabei. Es brennt überall, die Station fällt auseinander. Ich werde von Sinus verfolgt. Ey, beeil dich mal, Ripley. Willst du mich verarschen? So viel Spaß im Lurk, Lancelot. Vielen Dank für deinen Support. Wo muss ich hin? Ripley, ich warte auf ihr. Ja, mach doch nicht so einen Stress hier. Nein, ich hab gleich Burnout. Können Sie mich hören? Wo muss ich denn hin? Was? Du hast mich gerade echt erwischt, Foxy. Ich dachte echt, das Ding ist jetzt hinter uns und wir sterben nochmal. Vielen Dank noch für deine 100 Bits dabei. Relay, können Sie mich hören? Sind Sie nah genug? Ihr macht mich heute fertig. Ripley, Gott sei Dank. Ihr macht mich heute echt fertig. Sie müssen die Hydraulik und das Landsystem bereit machen, damit wir andocken können. Was? Andocksequenz? Ist das das Schiff da vorne? Können wir das da sehen? Du, wenn es das wert war, Foxy, ist alles gut. Ich weiß auch nicht, ob die zu teuer sind oder so. Also müsst ihr mir sonst auch ein bisschen gerne Rückmeldung geben. Weil ich mich überhaupt nicht mit so der Preispolitik hier auskenne, aber ist ein anderes Thema. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss da hinten irgendwie in die Ecken und da irgendwas betätigen. Ich muss scheinbar dorthin. Das war die Torrens. Okay, Joma kennt sich ja aus. Das war gerade echt fies, Foxy, ey. Das war echt fies. Dann ist es genau der Schrei, wie es klingt, wenn es dir einen direkt angreift, ne? Der war gut. Ja, für euch war der gut. Nicht für mich. Ich habe da ein Item liegen lassen. Muss mal zurück. Oder wo ist das? Moment, jetzt muss ich ganz kurz auf die Karte gucken. Leichter Panikmod gerade. Hier führen irgendwelche Kabel hin. Das ist ja nur Schrott. Das ist ja langweilig. Ach, hier waren wir, glaube ich, schon mal, ne? Das Thema neu starten. Okay. Jetzt haben wir irgendwas gedrückt. Ja, benutzt mich ruhig für eure Spaß. Ich dachte, ich werde zur Unterhaltung hier. Jetzt bin ich nur Bespaßung. Schnief. Kann ich hier irgendwo hoch? Huch, das ruckelt hier so. Ja, natürlich. So, muss ich hier was drücken? Ich muss hier irgendwas drücken. Oh, natürlich erstmal noch hacken. Natürlich, lass dir Zeit, Ripley. Station fällt runter, Sinus fressen dich, es brennt überall. Ja, toll. Werd gleich wieder gefressen. Ahne es schon. Oh, wir haben es geschafft. Moin, Anton. Willkommen hier zu Sterbeklang. Heute stets dabei zu sterben. 50 Mal pro Stream.
wegen dem bösen Gino. Wir sind gerade, im Finale, ich glaube letzte Mission gerade von Alien Isolation. Es ist spannend. Wir sind kurz davor, auf die Torrents zu fliehen. Und wir sind gerade echt oft gestorben. Das Alien hat es heute richtig auf uns abgesehen. Es hat richtig Bock auf uns. Ihr macht mich fertig heute. Ich sterbe jetzt immer gut. Moin Black Dog nochmal. Guter Song hier. Passt so gut zu diesem Spiel gerade. Die Undock-Klemmen. Wo soll ich die denn jetzt schon wieder finden hier? Da sind sie. Undock-Klemme? Wo ist die Undock-Klemme? Wo sind die Dinger? Präventivschlag. Musste sein. Mal ist okay. Ich weiß nicht, wie oft man hier allgemein stirbt, aber ich finde es schon recht häufig. Aber ich weiß es nicht, wie ich mich hier schlage. Vielleicht kommt das Alien wieder. Dings es doch nicht. So, hier ist nix. Checken wir erstmal den Puls. 180. Wenn du mich fragst. 180. Verlaine, die Undock-Klemmen sind aktiviert. Okay, gehen wir jetzt zum oberen Kontrollraum. Ja, ich laufe zum Kontrollraum. Jo, mache ich. Weiß zwar nicht, wo ich hin muss, aber ich laufe. Ich eile. Hinter mir ist irgendwas. Ich will es gar nicht wissen. Was ist denn eine Grange-Wolke vor dir? Oh, cool. Habe ich auch letztens gefunden. Im letzten Stream bei Elite. Ich muss gerade das Thema wechseln. Ein Proton? Muss mir da mal ein Screenshot auf Discord schicken oder so. Ich weiß nämlich gerade nicht, wie die aussehen. Ich habe nasse Hände vom Puls, Alter. Das gibt's nicht. Also jetzt gerade erwischt es mich echt. Also Chris hatte ja mich vorgewarnt. Langsam merke ich es hier. Wo ist das Ding? Das Personalbrückensystem wurde aufgrund der Stilllegung entfernt. Bitte wenden Sie sich an einen... Ansonsten mal rein und raus springen. Ist manchmal ein guter Tipp dafür. Dann sind die ab und zu wieder da. Und sonst nochmal gut mit dem VSS-Scanner suchen. Guck mal, was ich alles kann, ne? Ich werde hier von Aliens verfolgt, aktiviere noch Undock-Klammern, setze den Flammenwerfer noch ein, quatsch noch mit euch und hilf auch noch bei Elite. Absolut grandios. Speicherpunkt. Ich habe mich noch nie so über einen Speicherpunkt gefreut wie gerade. Gott sei Dank. Verlaine, die Personalbrücke wurde entfernt. Die ist längst nicht mehr hier. Was? Moment, ich glaube, ich kann die Wartungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Ripley. Wenn sonst nichts ist. Raumanzug hatten wir doch vorhin irgendwo gesehen. Geschafft. Ich weiß nur nicht, wo der ist. Der war irgendwo hinter uns. Da ist ein Lüftungsschacht. Das gefällt mir nicht. Ich mag Lüftungsschächte nicht. Nachladen. Los. Das war gemein. Leute, ihr macht mich fertig. Moin, Chiara.
Das war jetzt auch eine echt fiese Stelle. Ich lade gerade nach, dann kommt das Alien vor uns. Okay, ja. Wir sind hier gerade im Finale irgendwo. Naja. Halt die Klappe, Sino. Geh jetzt weg. Geh nach Hause. Hör auf zu nerven. Ja, der Chat macht mich heute auch fertig. Das Alien ebenso. Ich habe richtig nasse Hände. Bin klatschnass geschwitzt. Aua. Und es schlägt uns auch noch. Ja, der hüpft immer so hoch. Der kann das. So, einmal schnell heilen. Irgendwie hörst du nur heute Mimimi. Ich weiß nicht, woran das liegt. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich bin noch hier. Absoluter Pro-Gamer. Würde doch niemals... Wollt ihr mich verarschen? Warum sind wir zwei? Keine Zähne. Gerade. Ist das jetzt ein Doppelkill? Muss ich jetzt zwei Kills eintragen? Alter, was war das denn jetzt gemeint? Da waren gerade zwei Stück. So 53 Mal. Tufkum hat heute schon zu tun. Nee, der schaut zu und genießt. Ja, glaube ich ihm. Ich kann nicht mehr. Ich brauche danach einen Psychiater. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ripley auch, ja, das ist sowieso. Muss da vorne hin, ne? Ja. Das Personalbrückensystem wurde aufgrund der Stilllegung entfernt. Bitte wenden Sie sich an ein Flammenwerferöl. Ich hoffe, dich würzig herrlich gut. Moment, ich glaube, ich kann die Wartungsbühne benutzen. Wenn ich einen Raumanzug finden kann, kann ich noch zu Ihnen kommen. Seien Sie vorsichtig, Ripley. Ich merke das so langsam, ja. Ein bisschen, ne? Geschafft. Kannst das nicht klippen? Du kannst auch nachher immer das VOD klippen. Das ist ja immer nachher noch da. Nee, wo muss ich denn hin? Ich muss da hin. Nehmen wir jetzt mal eine Rohrbombe. War keine so gute Idee. Ich hatte mir da irgendwie eine bessere Wirkung von erhofft. Jetzt haben wir auch keine mehr. Ja, so eine bewohnte Station plus so ein Alien-Nest, das ist vielleicht irgendwie so... Es ist eine unglückliche Mischung. Sagen wir es mal so. Eine sehr unglückliche. Heute gibt es übrigens Whisky für das Alien. Alter, Leute. Echt noch ein zweites. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ist gerade nicht besser. Die sind hinter uns. Vor uns, überall. Geradeaus muss ich. Gottes Willen, wir haben gespeichert. Oh, ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann nicht mehr. So, hier muss ich hin. Da ist der Anzug. Boah. Ja, los, beeil dich mit dem Anziehen. Die sind noch hinter uns. Ripley, mach hinne.
bestimmt wehgetan. Das Viech ist gerade direkt über uns gewesen. 10 Euro, dass ein Alien mitreisen wird. Ja, was auch sonst. Ist das nicht immer so? Wo zur Hölle sind wir? Das klingt gerade ganz, ganz eklig. Nee. Kann Ripley nicht einfach sterben? Kann Ripley nicht einfach an der Stelle sterben, dann ist das Spiel zu Ende? Kann das nicht einfach... Also... Ne? Alle sterben, Ripley nicht, natürlich wird die gefangen genommen. Im Nest. Ich will hier nicht mehr. So sehe ich nach dem Let's Play hier auch aus. Nach dem Durchlauf hier. So sehe ich dann auch aus. Vom Blick her. Die sind überall Eier. Ein paar sind zu. Ein paar sind offen. Ich will nicht hier sein. Ich will einfach nicht hier sein. Ausweiskarte. Sehr schön. Freue ich mich. Wo müssen wir hin? Ich will nicht mehr. Oh Gott. Ja, wer weiß. Da war gerade einer. Ich weiß nicht mehr genau, wo ich hin muss. Oh Gott, ist das hier. Boah, ne Leute, ich kündige. Warum? Ich hab doch da Feuer. Feuer, Viech, Feuer. Das fand ich jetzt unfair. Der zählt jetzt nicht mit. Wir sind nur 53 Mal gestorben. Oh, Gottes Willen. So, weiter geht's. Kommen Sie her, Kleiner. Boah, diese ekligen Dinger, ne? Was, da liegt sogar noch was rum? Leuchtfackel. Sehr schön. Liegt hier sonst noch was? Irgendwas, was wir brauchen können? Der Pizzakarton. Ist da noch Pizza drin? Ich hätte Bock. Boah, ich will hier nicht durch. Ich will hier einfach nicht durch. Okay, diesmal haben wir beide erwischt. Boah, ist das widerlich hier drin. Flammenwerferöl. Ein ganzes Königreich gegen Flammenwerferöl. Wo? Das war knapp. Wir haben es gerade noch so geschafft. Irgendwas schreien. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Boah, ich will da durchklettern. Alter, Leute, ich will nicht mehr. Wo bist du?
Okay. Vielleicht noch zwei von denen, natürlich. Dieses Knistern ist auch so eklig. Dieses schmatzende Knistern von diesen ganzen Ostereiern hier. Was passiert denn hier? Oh Gott, da bin ich gerade erschrocken. Noch einmal Medkit rein hier. Rein mit der Spritze. Oh, um Gottes Willen. Ich mach das Ding gar nicht mehr auf, da sehe ich nur Bewegung. Ja, das geht alles vor die Hunde. Jo, aber sowas von. Aber so richtig. Liegt hier noch irgendwie was Brauchbares rum? Nein, nicht brennen, bitte. Danke. Feuer tut weh. Herzlich willkommen heute bei Scherbenklangswege. 1000 Mal ins Gras zu beißen. Oder 1000 Wege ins Gras zu beißen, das ist auch eine Möglichkeit. Sich selbst mit einer Rohrbombe in die Luft jagen. Oh, eine Gitarre. Kann ich ein bisschen Gitarre spielen hier? Sich so hinsetzen, hier so einen Endzeit-Song anstimmen. Das hätte doch was. Können auch ein bisschen Musik hören. Jetzt bin ich enttäuscht. Nix Musik, okay. Ja, ich glaube, ich bin jetzt gerade 4-5 Mal durch so ein Sino gestorben, dann nochmal durch die Facehugger. Einmal haben wir uns selbst durch Molotov-Cocktail erledigt. Also 1000 Wege passt heute. Definitiv, Foxy. Definitiv. Das Spiel ist ein einziger Albtraum. Was habe ich euch da denn damals versprochen? Warum habe ich das getan? Ja, ja, wenn ich Affiliate bin, ja, dann werde ich Alien Isolation mit Webcam zocken. Ich habe gesagt, das macht bestimmt Spaß. Ich habe gesagt, das macht bestimmt Laune. Ihr wollt bestimmt zugucken. Macht bestimmt ganz viel Spaß. Ich mag Züge übrigens. Ich muss es hier einfach nur durchschaffen. Ja, okay, Ripley. Genau. Wie... Wo soll ich hier hin? Jeder wird seine Hölle selbst, die aber sowas von. Wo soll ich hier hin? Okay. Man kann hier also irgendwo langlaufen. Ich stehe jetzt auch mal. Ich schleiche gerade nicht, weil ich glaube, da bin ich ein bisschen schneller. Ich weiß auch nicht, ob hier gleich nochmal so ein Zug angerast kommt. Ich weiß gerade nicht, wie wir das überlebt haben. Ich bin mich da aus Versehen hingelegt. Zu knapp. Pulsmessgerät, nee. Das wird die Skala sprengen, das wäre kaputt danach, das Gerät. Wo muss ich hin? Rechts. Ich renne jetzt mal. Hui. Sehr gut, viele sterben. So wie ich gerade fast. Joma. Boah. Alter, das ist hier nicht mehr schön. Echt nicht, Leute. Ist das hier eklig. Wo zur Hölle bin ich hier? Kann ich da rein? Ich kann hier rein. Wo bin ich jetzt überhaupt? Vielleicht bin ich zurückgelaufen. Bin gleich wieder da, wo ich angefangen habe. Guck mal, der hat Freude. Der hat ein schönes Leben. Der steht hier einfach, wackelt ein bisschen, ist blau, sieht gut aus. Also eigentlich nicht, aber, ne? Will jetzt ja nicht gemein sein. Der hat ein schönes Leben. So, jetzt kann ich da hin und ich kann hier hin. Da will ich nicht durch. Hier will ich auch nicht durch. Ich glaube, da oben geht's eh nicht weiter. Kommt her! Ich fresse euch! Ein bisschen habt Säure als Blut, ne? Ansonsten würde ich euch essen.
Wir sind definitiv zu viele Eier. Ach Gottchen. Drei Subs, dass ich hier runterfalle? Ja, ne? Wo muss ich hin? Okay, Leiter. Hä? Kletter doch! Was? Warum tust du das nicht? Du hast 54 verpasst. Du, keine Sorge. VODs sind nachher noch alle für euch vorhanden auf Twitch und das wird hier nachher auch noch hochgeladen auf YouTube ein paar Tage später. Wieso kann ich da jetzt nicht hochklettern? Hä? Ich muss doch dahin oder etwa nicht? Ach nee, ich muss nach... Ach so. Ich muss nach unten klettern. Okay. Ich dachte gerade, ich muss nach oben. Aber... Ich mag ja Züge, aber Aufzüge auch ganz gern. Warum will ich nicht hier sein? Können wir durchsuchen den ersten ganzen Schild hier. Das soll schon passieren. Was geht ohne das Medkit? Moin! Na, Kleiner! Oh Mann! Das gibt's doch nicht! Wo kommt der denn jetzt her? Ich wollte gerade ganz gemütlich dieses Medkitchen nehmen, mich heilen. Boah! Sino Plus. Oh, 55. Wenn du die 100 erreichst, schuldest du uns einen 24-Stunden-Stream. Aber nicht mit Alien. Definitiv nicht mit Alien. Definitiv nicht mit Alien. Oh Gott, ist das schrecklich. Zum Ende geben die nochmal alles, aber sowas von. Ich hole mir nochmal kurz Wasser, ich brauche was zu trinken, ich kann nicht mehr. So, einmal Wasser. Kann ich mehr. Jetzt zum Ende geben die echt nochmal alles. Das ist absolut schrecklich hier. Wo zur Hölle bin ich denn jetzt hier? Ja, sehr schön. Den ganzen Weg nochmal. Ach ja, der Osterhase. Ja, der wohnt ja hier. Wo sind die Mistviecher? Autosave bedanken, ja. Ich glaube auch. Uff, ich will nicht mehr. Ach ja, jetzt fahren wir ja hier runter, ne? Komm. Aua. Die brauchst du da auch nicht mehr hochhalten, wenn das Ding auf dich drauf fällt. Ach, das Ei geht dann gerade auf. So, wo muss ich hin? Ach ja, okay. Klettern. Es befinden sich explosive Bolzen auf der Notentriegelung. Beeilung, Sebastopol
Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich sehe nichts mehr. Andere Zit. Viel Spaß auf jeden Fall dir, Foxy, beim Malen. Speicherpunkt. Boah, Leute, ey, das ist... Also gerade die letzten zwei Missionen sind echt der wahre Horror hier. Chris hatte mich ja schon vorgewarnt von wegen, das wird nachher richtig gemein hier und alles. Ich weiß, was er meint jetzt. Also, das Nest fand ich ja noch völlig harmlos. Da bei der Generatorenanlage, aber das hier ist echt übel. So, einmal den Raumanzug an. Wo muss ich jetzt hin? Da ist eine Karte. Mann, Leute, quält mich doch nicht so. Oh ja, wir sind richtig nah mittlerweile an dem Gas. Voll, voll. Stimmt, der Gasriese wird echt immer größer und größer, ne? Also im ersten sind wir dann noch so richtig hinten weit weg. Jetzt ist der hier richtig groß. Oh, Leute. Hat mich jetzt aber gerade nur nicht gekriegt, weil hier eigentlich ein Vakuum ist. Startet schon mal die Düsen. Ja, stimmt, ne? Die gibt doch im Grunde Vollgas da drauf, die Station. Was alles für ein Müll rumfliegt, ne? Oh, Explosion. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich laufe jetzt einfach nur noch. Einfach laufen, laufen, laufen. Einfach laufen, laufen, laufen. Muss ich da hin? Ich glaube, ja, da leuchtet irgendwas grün. Grün ist immer was Gutes. Meistens, hoffe ich, glaube ich jedenfalls. Da? Ah ja, push the button. Wir können hier nicht weiter, hier ist Xenomorph lang, ne? Oh Gott, ich will hier nicht lang. Ich will hier definitiv nicht lang. Klettern. Ja, jetzt auch noch da drüber klettern, natürlich. Wir humpeln auch gerade, ne? Oder in totale Schräglage und ich glaube, wir humpeln. Und da oben geht's hin. Erinnert mich gerade ein bisschen an Observer, dieses Spiel. Da ging es auch um den Jupiter. Eine Raumstation und so, allerdings ohne solche Sinus. Lass mich raten, da oben sitzt jetzt so ein Alien. Wette ich drauf. Noch nicht? Bin ich ja fast schon enttäuscht. Ich bin hier, Berlin. Es müsste zwei Zündungsmechanismen zur Entsperrung der manuellen Entriegelung geben. Ich kann sie sehen. Was? Ausklinkung? Was soll ich tun? Oh, hallo, großer Gasriese. Alter, ist der riesig. Wo muss ich hin? Ah ja, okay. Schlüsselkarte benutzen. Moons of Madness. Ach, Mone gibt's ja auch. Wo du es gerade erwähnst. Cool aus. Gottes Willen. Also ich bin ganz ehrlich, ich wäre schon 50 Mal gestorben hier in diesem Spiel. Also wenn das jetzt Realität wäre, mindestens. Ach, eine Schlüsselkarte. Weil virtuell bin ich auch mindestens 50 Mal gestorben. So, was ist jetzt? Die Bolzen zerstören. Schon mal auf die Brücke, wer da kommt. Hör mir bloß auf, du. Jetzt so eine ASP vorbeifliegen würde. Ja, stimmt, das hätte was. Bin gar nicht da. Das Alien ist gerade direkt vor uns, ne? Ich habe es gerade auf uns zulaufen gehört. Oder was war das gerade?
Ja, los, mach doch bitte. Aktivier ein bisschen schneller. HP Lovecraft. Ah, okay. Schau ich mir nachher mal an. Merke ich mir gleich mal. Was ist denn das hier für ein halber Kernreaktor? Was muss man denn da alles tun hier? Das Alien steht da die ganze Zeit so hinter uns. Mit so verschränkten Armen und denkt sich so, kannst du mal hinmachen? Ich will dich gleich fressen. Haben wir es jetzt endlich? Wackelt hier so. Oh, da ist unser Freund. Unser Freund. Wir haben zwei Freunde. Noch einen dritten. Wir haben ganz viele Freunde. So viele tolle Freunde. Kabumm. So, da bin ich wieder. So schaut das genau. Genau, Lancelot. So schaut das aus, wenn du versuchen würdest, auf einen erdähnlichen Planeten zu landen. Verlaine, ja, ich bin auf meinem Weg zur Brücke. Die Torrens. Ich habe mich noch nie so gefreut, die Torrens wiederzusehen. Boah. Die hätte man vorher schon gesehen. Ja, ich habe es gerade ja auch schon gelesen von noch jemand anderem. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wer das war. Ich bin gerade ein wenig durch. Wo müssen wir hin? Ich habe die ja vorhin gerade auch noch sogar hier kreischen hören oder so, ne? Als wären das Fluffwölkchen. Ja, stimmt, beim Gasriesen wird es auch so ähnlich dann aussehen hier. Wo muss ich hin? Krankenstation? Eben eine gute Idee, auf diese Krankenstation zu gehen. Wollen wir was trinken? Kann ich diesen hässlichen Anzug endlich ausziehen? Der ist schwer. Fahren wir das mal wieder rein. Oh, das wäre jetzt ein interessantes Easter Egg. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir das Ganze am Anfang damals ausgefahren hatten. Ich glaube schon, ob das dann jetzt noch in der Position wäre oder nicht. Was steht denn da eigentlich? Was ist das hier? Kann man das sehen? Please order... Move off irgendwas above? Irgendein Passwort. Ich kann es nicht so genau erkennen. Ich, meine Nerven, was für Nerven? Ich Nerven, Lancelot. Ich habe doch keine Nerven. Wovon redest du? Ich habe keine Nerven mehr danach. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Wo muss ich hin? Definitiv nicht hier hin. Er ist auch zu? Er ist auch zu. Verlaine? Befürchte das Schlimmste. Willst du mich verarschen? Ich hab mich zu Tode erschrocken. Mäntchen! Na, mein Kleiner. Jetzt sind wir auch noch gestorben. Man hört noch die Geräusche im Hintergrund. Oh. Ich wurde voll gezuckt, das hat man, glaube ich, gesehen. Ey, das Spiel macht mich fertig. Ich muss mal ganz kurz mal die Nase putzen. Ich bin sofort wieder da, dann machen wir weiter hier. Ich brauche gerade kurz 2 Sekunden Ruhe. Bis gleich. Kurzen Moment.
So, da bin ich wieder. Nee, Raucherpause brauche ich nicht. Ich habe hier sonst sowas. Sieht jetzt in schwarz-weiß ein bisschen komisch aus. Es ist Schokolade. Werde ich nachher die ganze Tafel aufessen. In einem. Nervennahrung. So. Kann weitergehen. Ich will nicht mehr. Da kommt jetzt echt plötzlich Relaine, noch ein Quicktime-Event. Ich bin auf meinem, ne? Weg zur Brücke. Du hast dich auch erschreckt, das glaube ich, Lena. Das war eine echt fiese Stelle gerade. Eine echt gemeine Stelle war das gerade. Ah, da waren wir ja gerade schon. Ja, das ist ja jetzt schon wieder ausgeklappt hier. Immer diese Unordnung. Was passiert, wenn ich mich da jetzt zwischenstelle? Okay. Da will jemand nicht, dass es ändert. Oh doch. Boah, Leute. Verlaine? Wir öffnen es mal. Moin! Jetzt kommt das Ding halt runterher. Was ist? Rechts? Ja. Und jetzt? Sterben. Oh, das gibt einen großen Knall. Wir haben das Spiel abgeschlossen. Und da treiben wir in den Weiten des Alls. Dort, wo wir herkamen und wo wir hingehen werden. So. Wir haben es geschafft. Wie spät haben wir es denn? Ja, ungefähr 3 Stunden sind jetzt vergangen. Boah. Leute. Wir haben es geschafft. Mein Versprechen damit jetzt auch erfolgreich einlösen können. Ganz kleines Dankeschön dafür, dass ich dank eures Supports den Affiliate-Status erreicht habe am 8. Mai 2023. So rum. Dass ich dann hier Alien Isolation mit Webcam zocke. Jetzt ein bisschen fertig. Boah. Das blaue Licht war von einem Rettungsschiff und ihre Augen haben dann gezuckt, also alles ist gut. Das ist gut zu wissen. Dann haben wir die ganze Scheiße nicht umsonst hier durchgestanden. Ja, schon zu Ende. Heute noch 3 Stunden. Boah. Ordentlich. Wie oft sind wir gestorben? 55 Mal. Ich finde, das ist ein neuer Rekord. Ich habe, glaube ich, Chris hat mir, glaube ich, erzählt, der ist 84 Mal gestorben. Boah, Leute. Weiß gar nicht, wie viele Stunden haben wir da jetzt im Spiel verbracht? Ich weiß gar nicht, so 30 oder so, glaube ich. Müsste ich nachher nochmal nachgucken. Boah, ich schwitze gerade, ich öl gerade, ich bin fertig, ne? Hättest da Vorschläge für die nächsten Horrorspiele? Ja, du, Chiara, ich habe ja auf dem Discord-Server gibt's ja den Reiter, wie hieß er denn nochmal? Komm gerade nicht mehr drauf. Spielevorschläge? Oder irgendwie so heißt der auch. Schicke ich dir sonst gleich nochmal. Oder ich mache den eben nochmal kurz nebenbei auf hier. Jetzt will ich mal kurz gucken, wie der Kanal nochmal hieß. Ich habe gerade den Kanalnamen vergessen hier. Eine Sekunde. Lange Spiel, aber als du als Alien-Fan liebst es. Also ich muss sagen, das Spiel ist echt mega cool. Das ist ein außergewöhnlich noch von der Technik her. Also auch was es da alles gibt und wie das aussieht, auch die Optik ist richtig cool, muss ich sagen. Also diese ganzen Effekte und diese ganzen Raucheffekte, Partikeleffekte, die sind der Wahnsinn. Das ist schon sehr interessant. With a little luck,
Genau, Kiara. Ach ja, genau. Und Kategorie Scherbenklangs Balkon und da Geplantes. Da müsstest du das reinschreiben können. Wenn es dann nicht geht, hauchst sonst trotzdem erstmal ein Schwarmbegehren, ne? The network will pick me up. Da spricht ja noch jemand? Achso. Aber schwer macht es noch mehr Spaß. Nein! Ich meine, der Chat hatte damals entschieden, die haben mir Mittel vorgeschlagen. Ja, vielleicht wären wir sonst auch ein paar Mal noch mehr gestorben, ne? Also. 55 finde ich aber auch schon gut. Ich glaube, wir hören da gerade noch Ripley sprechen, so ein bisschen im Hintergrund. Ja, genau, allgemein, auch wenn ihr Vorschläge für Spiele habt, gerne in den Discord rein und so. Sonst geht's verloren, leider im Chat und so. Da könnt ihr da überall gerne was vorschlagen und mitmachen und so weiter dann. Boah, ja, ich bin ein bisschen fertig gerade. Ich öle immer noch, ich kann nicht mehr. Puls 180 immer noch so wum, wum, wum. Ja, ich muss sagen, ich finde das Spiel echt gut. Also, ich fand es jetzt nicht so schlimm wie erwartet. Aber irgendwie hat es eine ganz gewisse Atmosphäre, wie in den alten Alien-Filmen. Das finde ich richtig gut. Technik ist immer noch wunderbar. Auch die Steuerung hat ja größtenteils gut funktioniert. Und auch diese absolute Katastrophe danach am Ende, ne? Das ganze Station abstürzt und so, das ist ja auch perfekt hier. Machst du dann doch morgen, weißt du nicht, wie das heißt. Lass dir Zeit, Gera. So, ich würde sagen, mit Abspann lassen wir nochmal eben laufen. Boah, Leute. Ich schwitze immer noch, ich kann nicht mehr. Hast du es mal reingeworfen? Ah ja, hab ich gesehen. Geht also. Moons of Madness. Ja, schaue ich mir mal an, wenn ich es halbwegs gut finde, würde es auf die Liste kommen. Die Liste ist noch recht lang, wie man sehen kann auf Discord. Geplant ist. Da sind einige Spiele tatsächlich. An Nexomon bin ich gerade für YouTube dran tatsächlich. Das wird als Let's Play da kommen. Werde ich nicht im Stream spielen. Wird wahrscheinlich erst im September was. Boah, kann nicht mehr. Ey, guck mal, die Chatbox ist ja perfekt abgeschnitten an der Stelle. Genau da können schon die Namen langlaufen. Da ist die Chatbox, das finde ich auch gut. War nicht beabsichtigt. Boah. Ich brauche nochmal einen Schluck Wasser. Ich öle gerade, ich sterbe. Uff. Jetzt hätten wir eigentlich noch eine Stunde, ne? Was machen wir dann gleich noch? Wollen wir noch Elite zocken? Hätte ich gerade Bock drauf. Zumindest was Ruhiges zum Runterkommen. Signing off. Also ich könnte gleich nochmal Elite anwerfen. Ich würde den Stream allerdings ganz kurz beenden, so für 2 Minütchen oder so. Und dann werfe ich ihn nochmal wegen Elite an. Dann habe ich es ein bisschen einfacher nachher mit den VODs, dass ich das dann nicht extra schneiden muss. Bin ein bisschen schneidfaul. Ganz komische Mischung gerade mit der Ingame-Musik, Black Dog. Ich kann nicht mehr. Also gerade die letzten beiden Missionen, 17 und 18, haben mir gerade echt den letzten Nerv geraubt, ey. Das war echt. Da haben sie echt nochmal alles abgefeuert. Also wirklich so. Du hast immer wieder so Phasen in diesem Spiel. So ein bisschen steigert sich das. Kriegst du ein bisschen Panik, dann geht's weiter. Dann stirbst du ein, zwei Mal ein paar Stellen, diese Krankenstation zum Beispiel. Und dann geht's am Anfang, am Ende geht's das erstmal so langsam hoch. Da bist du noch in diesen Gängen verfolgt, wo wir vorhin ja auch so oft gestorben sind. Und dann so wusch. Macht einen das Spiel fertig. Boah. Ja, komisch kannst du. Ja, warum nicht? Normal wäre ja auch langweilig. Oder Standard wäre ja langweilig. Boah. Bin gerade ein bisschen durch. Ich merk's, ey. Ich öl immer noch. Ich kann nicht mehr. Es ist definitiv zu warm in diesem Raum. Plus mein Puls ist immer noch auf 180. Aber das ist echt ein Feuerwerk am Ende. Das finde ich richtig gut gemacht, ey. Fanden das danach diese 5, 6 Sinus, wie viel stehen da nachher? Die alle weggebamst werden.
Was mich nur echt überrascht hat vorhin war, dass der Sino noch da an Bord der Torrance ist. Und dass er dann noch da plötzlich so ein Quicktime-Event kommt, ne? Wo wir dann die Knöpfe so schnell drücken müssen. Hat mich ein bisschen irritiert. Ist auch tatsächlich, muss ich auch dazu sagen, mein allererstes Alien-Spiel. Ich habe noch nie davor irgendwie Alien-Spiele in der Hand gehabt. Ich wollte mir immer damals mal welche kaufen, für die PlayStation 1, glaube ich, sogar noch und so. Bin dann aber irgendwie nie dazu gekommen. Ist also auch tatsächlich meine erste Spielpremiere bezüglich Alien, ne? Muss man auch dazu sagen. Aber wo wir das jetzt hinter uns haben, können wir auch theoretisch irgendwann ja mal dieses Colonial Marines, glaube ich, hieß es, zocken? Finde ich, glaube ich, cool. Aber das soll auch nicht so gruselig sein. Das ist ja eher so ein Actionspiel. Das soll aber technisch nicht so gut ausgereift sein, ne? Ein langer Abspann hier. Oh, die schöne Musik im Hintergrund. Na, Torrance, ganz am Anfang. Doch wie in den Alien-Filmen. Boah. So, wie geht's euch? Mir geht's gut? Wumm, 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 wumm. Genau, Musik aus dem ersten Film. Juma ist voller Spezialist hier drin, ich merk's schon. Zusammen mit LJ. Boah. Bin immer noch fertig. Hab ich schon 50 Mal gesagt, aber ich bin gerade echt ein bisschen fertig, ey. Seelisch. Aber hätte ich nicht gedacht, dass wir jetzt doch noch am Ende so oft sterben. Das war ein bisschen gemein. Vor allem diese eine Ecke da, dieser lange Gang mit dem Generator da, das war echt eine fiese Stelle dort. Mit diesen Wohnquartieren oder was das war. Stimmt, habe ich mal mitbekommen, ne? Da soll es so einen kleinen Fehler geben, das kann man selber fixen. Habe ich schon mal von gehört. Dann verhalten die sich wieder so, wie sie es sollen, ne? Sparen sie Munition. Flammenwerferöl, 3000 Liter mindestens verbraucht. So, und da sind wir wieder im Hauptmenü. Okay. Wir haben es durch. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir es heute doch noch durchkriegen, weil jetzt aber auch gute 3 Stunden beschäftigt. Dann würde ich sonst sagen, ich würde, glaube ich, gleich echt noch ein bisschen Elite mit euch zocken wollen, wenn ihr das wollt. So, hast dich auf jeden Fall gut geschlagen. Danke dir. Nehme ich als Lob, Joma, wenn du das sagst. Also wenn das so dein Lieblingsspiel unter anderem ist, dann lege ich da einen hohen Wert drauf. Durchaus Gewicht, die Aussage. Es gibt ja auch noch so ein Multiplayer-Spiel mit Aliens, ne? Aber das soll, glaube ich, nicht so gut sein. Wie hieß das denn nochmal? Alien Fireteam? Ich glaube, Alien Fireteam war das, ne? Ich glaube schon. Alien Fireteam hieß das, glaube ich. Da hatte man ja auch so kleine Grüppchen. Ich glaube, so eine Vierertruppe spielt man ja dort. Aber das wird nicht so von so vielen Leuten gespielt. Da weiß ich nicht, ob das sich noch lohnt, sich das mal zu besorgen oder so. So heißt das, yo. Du bist auch schon im Space, Novak. Yo. Ich komme gleich dazu. Lass mich noch kurz verschnaufen hier. Ist schon im Space. Ich würde aber, glaube ich, nicht mehr lange machen. Also höchstens 1 bis 2 Stunden. Also so bis Mitternacht und 1 Uhr dann höchstens. Gut, aber ich würde sagen, wir haben es durch. Ich habe mein Versprechen eingelöst, ne? Alien Isolation mit Webcam und Face Reveal hatten wir auch am Anfang. Und dann würde ich langsam, glaube ich, hier zum Ende kommen bezüglich Alien. Jetzt hat Joma gerade noch was geschrieben, das muss ich noch zu Ende lesen. Ist ganz cool. Spielst du sogar mit Singleplayer? Das geht. Hast du deinen KI-Begleiter oder wie ist das dann? Das will ich noch ganz kurz in Erfahrung bringen. KI-Begleiter dann. Ah, okay. Ich schaue es mir nochmal an. Also ein bisschen Bock auf Alien-Spiele hätte ich, glaube ich, gerade. Ich bin so ein bisschen angefixt. Aber ich glaube, wenn, dann würde ich, glaube ich, eher Colonial Marines zocken. Ich glaube, Alien Descent oder wie das hieß. Dieses Strategiespiel spricht mich, glaube ich, nicht so an. Das ist, glaube ich, nicht so meins zur Echtzeitstrategie. Eher 4X bei mir.
Aber schauen wir sonst mal so, was dann so als nächstes kommt. Ich habe eine große Liste noch an Spielen. Mass Effect steht da auch noch auf der Liste. Detroit Become Human, was jetzt so die Sci-Fi-Sachen betrifft. Was habe ich hier noch so? Ich kann mal ganz kurz hier durchgehen. Control will ich hier auch noch mal zocken. Star Wars Squadron. Control hatte ich, glaube ich, gerade schon vorgelesen. Und dann auch noch so sowas wie Sable oder auch Grounded, Kena Bridge of Spirits. Alles nach und nach werden wir das mal abhaken. Hier und Cyberpunk müssen wir auch noch zu Ende bringen, ne? Gut, aber ich würde sagen, Freunde, da beginnt die Misere schon. So, aber ich würde jetzt sagen, ich beende den Stream jetzt gleich. Vielleicht so für 2 Minuten. Ich stelle hier ganz kurz was um, dass wir gleich Elite zocken können. Ich komme dann gleich wieder. Also ich beende wirklich kurz den Stream. Dann müsst ihr sonst euch gleich nochmal kurz neu hier rein dingsen, wenn ihr das wollt. Und für alle, die sonst vielleicht vorher schon gehen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und ja, ich hoffe, euch hat es unterhalten. Und ich würde dann mal sagen, wir kommen zum Ende. Und für alle anderen gleich, bis gleich. Wir sehen uns dann gleich hier in Elite, in unserer Milchstraße, hoffentlich ohne Sinus. Und ich hoffe, die Targoiden sind ganz weit weg von uns. Und auf jeden Fall, bis gleich. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und nochmal vielen Dank hier an die Follows und auch an die Bits und so weiter. Ich habe jetzt gerade nicht mehr gerade den Überblick hier. Das ist gerade ganz weit unten in der Liste. Ich glaube, das war genau BlueBB. Vielen Dank für deinen Prime-Sub hier noch an der Stelle. Genau, und Paul Novak, vielen Dank nochmal für deinen Follow. Das mache ich aber nochmal am Ende. Und ich glaube, Foxy war es nochmal mit 100 Bits. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Und falls ihr hier irgendwann demnächst nochmal Starfield sehen wollt, wird dann ganz oben auf die Liste kommen, dann müsst ihr dieses Sub-Goal da unten fertig kriegen. Dann werden wir das dann zocken. So, aber ich würde sagen, ciao. Bis gleich dann in dem Sinne. Dann sehen wir uns gleich nochmal Elite an. Ciao, ciao.